Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, Hoho hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde von den Sternenträgern. Den Pen and Paper Rollenspiel, wir spielen Cinema und wir spielen in Aventurien. Hallo nach da draußen, vielen Dank für die Subs, die jetzt hier während dem Intro reingeprutzelt sind. Vielen Dank, Valinoe und Tengil, für ganz viele Monate schon. Tengil schon 8 Monate, Wahnsinn. Und Valinoe auch schon 3 Monate. Sehr schön, vielen Dank. Womit haben ich das und die anderen das verdient? Also die anderen sowieso nicht, die kriegen nichts davon. Aber ich. So, ja, damit ihr die anderen auch sehen könnt, dann direkt mal rüber. Da sind sie alle. Wir sind heute leider nur zu viert. Der Pölle hat mit Nachwuchs zu tun, der nicht ins Bett gehen will und kann deswegen nicht an den Computer. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Aber heute trotzdem mit dabei der Rintaro als Lumin. Hallo zusammen. Und die Stadtpoetin als Shayariel. Hallo. Und der Slive als Nori. Guten Abend. Genau, wir spielen die Sternenträger, den ersten Band, der Ruf der Bahalür. Und unsere HeldInnen sind unterwegs in Nordaventurien. Wegen kurz mal, ich das hier hin, Moment, irgendwie. So. Da. Sind in Gerasim gestartet und sind jetzt unterwegs hier nach Süden, nachher Südosten, nee, Südwesten, Richtung Salamandersteine. Denn sie hält ihnen Folgen einem, ja, elfischen Hilferuf, einem Hilfelied, wie auch immer man das nehmen oder lesen möchte.
dass sie bekommen haben, eine Vision. Und ja, da haben wir beim letzten Mal ganz viel Recherchen angestellt und uns in die elfische Geschichte begeben. Und ein bisschen Einblick erhalten durch elfische Erzählungen und natürlich in die Akademievorsteher, der Herr von Silberhaar und wie hieß die Dame noch? Ist mir gerade der Name entfallen. Die Haupt. Ist dir das noch gerade? Ihr hat sicher einer gemerkt, wie die elfische Frau hieß? Meinst du die im Traum oder die Herrin der Schule? Die Schulleiterin. Die Schulleiterin. Oh Gott, ich muss schon ziemlich tief runterscrollen dafür, dass wir gerade erst angefangen haben, gefühlt. Genau. Mondglanz hieß sie. Genau. Magistra Mondglanz. Ja. Mondglanz, genau. Ja, die haben euch ganz viel erzählt über elfische Geschichte und vor allen Dingen haben sie es euch ein bisschen Einblicke gegeben, was wahrscheinlich irgendwie los ist oder was ihrer Meinung nach passiert sein könnte. Und ihr habt es anscheinend mit elfischen Vampiren zu tun und mit dem Namenlosen, der versucht, seinen Herrschaftseinfluss auf Dere zu verstärken. Und vor allen Dingen hat das alles anscheinend irgendwie was mit dem Sternenfall zu tun, der ganz Aventurien ja in Atem hält. Anscheinend gibt es in der elfischen Mystik Ideen, dass die Sternenträger, also welche von den allerersten Elfen, die aus dem Licht getreten sind, wenn sie verstorben sind, dann zu Sternen geworden sind. Und jetzt fällt halt einer von diesen Sternen irgendwie wieder zurück auf Dere. Und anscheinend ist ein ganz alter, uralter, vielleicht sogar der allererste Elfenvampir, der da jetzt sein Unwesen treibt und versucht, diesen gefallenen, uralten, mächtigen Elfen, der wieder auf Dere heruntergefallen ist, habhaft zu werden. Und daher höchstwahrscheinlich dieses merkwürdige, ja, dieses Hilfelied, die Hilfevision. Und ja, ihr seid schon losgezogen, bei dem Bach entlang bis zur Mündung und dann ein Blick ein bisschen über die grüne Ebene und habt dann auch ein bisschen was gehört von Rotpelzen, die hier hausen sollen und ja, schon von jeher hier die grüne Ebene und die Wälder um die Salamandersteine unsicher machen. Und ihr habt gehört, dass die Waldelfen, die in den Salamandersteinen leben, wohl ziemliche Hardliner sind und Menschen sowieso nicht mögen, aber auch generell keinen mögen, der da in die Salamandersteine reinzieht. Genau, und mal schauen, ob ihr da noch Probleme bekommen könntet, wenn ihr dann euch dem Gebirge mal nähert, dass ihr schon weiter, in weiter, weiter Ferne schon ausmachen könnt. Genau. Ihr noch irgendwas, was euch so im Kopf geblieben ist, was ihr noch erzählen möchtet? Viel, aber dann würde ich mehr als nur die letzte Runde ausholen. Dann sag ruhig. Wir fangen jetzt hier einfach an. Die sollen ja auch einen Grund haben, nachzugucken. Ist viel passiert, Leute, ist viel passiert. Also ihr seid unterwegs zu Fuß, habt auch alle ein magisches Artefakt noch bekommen von der Akademie, das ihr mit euch herumtragt, jeder ein anderes. Und ja, mit euch begleitend unterwegs sind drei Magier, der stellvertretende Akademieleiter oder der Co-Akademieleiter Anastasius Silberhaar, der etwas greise, alte, aber sehr, sehr weise Magier. Seine Assistentin Tassia und Lumin, besonders gut bekannt, natürlich Hilberto Castellani, der Magier aus dem Horasreich, der eigentlich auch einen Lehrauftrag oben in Gerasim angenommen hatte. Und Spezialist für Artefakte und für Bewegungsmagie ist. Ja,
Und so wandert ihr, die ihr fast alle nicht sonderlich wildniserfahren seid, außer Shayariel, quer durch die Wälder und die Ebenen, immer auf die Salamandersteine zu. Und habt noch immer so die Vision im Kopf, die erste Station, die Mündung des Baches und danach ein Turm oder so etwas, was ihr gesehen hattet in der Vision. Aber das Ganze ist irgendwie noch nicht richtig in Sicht, also die Mündung des Baches erreicht ihr relativ schnell ohne weitere Zwischenfälle und dann geht es halt ein bisschen über die Ebene, die den Wald entlang und dann schlägt Alberto Castellani vor, dass man sich dann auch irgendwann in die Wälder schlagen sollte, weil hier gibt es eh keine Wege und er hält den Weg durch den Wald für wesentlich angenehmer, zumal wenn ihr euch jetzt Richtung Westen durchschlagt, ihr irgendwann auch nach Quillquell kommt, eben dort auch wieder eine menschliche Stadt habt, von der, wo ihr euren Proviant wieder auffüllen könntet, um dann eine größere Etappe wieder nach in die Salamandersteine reinzumachen. Dann würdet ihr allerdings nicht direkt zu den Salamandersteinen reisen, aber er meint, die Vision, soweit ihr das geteilt habt mit den anderen, sollte ja auch irgendeine Stadt oder ein Dorf oder sowas zeigen. Jetzt ist die Frage, wollt ihr querfeldein durch den Wald oder wollt ihr erstmal eine Weile auf der Ebene und dann direkt auf die Salamandersteine zu? Kurze Frage vorweg, Pöller hatte gefragt, er könnte jetzt doch noch. Im Discord? Ja. Ja, dann machen wir kurz ein bisschen kleines Päuschen und dann kommt er wieder dazu. Ja. Perfekt. Dann sind wir vollständig. Dann kommt er noch in den vollen Genuss hier. Dann machen wir kurz eine Pause. Umbaupause. Bitte warten. Und ich weiß auch nicht, wie hügelig es ist. Da sind wir wieder. Achso, sind wir wieder da? Ja, und Rintaro quatscht wieder direkt dazwischen. Willkommen, Pölle. So. Genau, ich hatte eben eine kurze Zusammenfassung gemacht und die Frage ist jetzt, wie ihr weiterreisen wollt vom Quell aus, von der Quelle des kleinen Flusses. Weiter Richtung Süden. Quasi die Ebene entlang oder euch in den Wald schlagen und Richtung Quillquell wandern, quer durch den Wald. Ich würde sagen, wir gehen quer durch den Wald. Das klingt ja ganz gut, wenn wir da auf dem Weg noch eine Stadt haben und uns nochmal versorgen können. Außerdem sind wir vielleicht im Wald weniger Angriffen ausgesetzt als in der Ebene, weil wir nicht so sichtbar sind. Man weiß es nicht. Andererseits können natürlich die Waldelfen eher im Wald wohnen, auf uns warten. Aber ja, so oder so, es hat wahrscheinlich beides Vor- und Nachteile, aber ich würde vorschlagen, es klang ja so, als würde diese Turmruine in der Vision am Waldrand liegen, also vielleicht steuern wir mal darauf zu. Ja, finde ich gut. Allerdings sollten wir vielleicht wirklich am Rand des Waldes bleiben und Ebene, klar, man sieht uns besser, aber wir können auch besser sehen. Also das ist ja sowohl als auch ganz gut. Und wenn diese Turmruine tatsächlich irgendwie an einem Waldrand ist oder so, sollten wir vielleicht nicht in den Wald gehen, sondern am Wald entlang. Ja. Meine Überlegung. Aber ihr seid die Wildnisexpertin, deswegen überlasse ich euch die Entscheidung. Bin ja immer gerne im Wald, aber ich weiß nicht, was eure Fähigkeiten da sind. Wenn beide Wege zu den Salamandersteinen führen. Ich bin noch nie gegen einen Baum gelaufen. Ich habe auch nirgends Schiffe gebaut. Im Optimalfall ist keiner schon mal in seinem Leben gegen einen Baum gerannt. Ich hörte mal die Geschichte eines alten Sehers, der tatsächlich nicht blind war, aber nicht sonderlich geschickt. Und manchmal mit seinen Gedanken so woanders, dass er auch schon mal in Torval oder um Torval herum gegen einen Baum gelaufen ist. Ist das nicht eigentlich schlecht für einen Seher, wenn er sowas nicht kommen sieht?
Vielleicht ist er auch ein Blinder und kein Seher. Ich weiß es nicht. Naja, Die Geschichte ihr ist. entscheidet das. Ich habe hier sowieso keine Ahnung. Wald oder Feld ist mir Wurst. Solange hier nichts gepflastert ist, kenne ich mich nicht aus. Schließe ich mich dem Geweihten an? Naja, Wege wird es jetzt hier wohl eher weniger geben. Sicher. Deswegen vertraue ich der wildniskundigen Elfe voll und ganz. Unser Leben liegt in deinen Händen. Ob wir jetzt Goblins hier treffen oder im Wald, wir werden es sehen. Wenn die Götter wollen, dass wir Goblins begegnen, werden wir Goblins begegnen, egal ob im Wald oder am Wald. Oder kleinen Walddrachen. Walddrachen? Die sind gar nicht so klein. Ich glaube, die sind an die 2 Meter. Ja. Wenn er nur 1,80 ist, ist er klein. Tassia meint, ich habe keinen großen Bedarf, Drachen kennenzulernen. Ebenso, ein Auch paar keine da dunkle. kleinen oder 2 Meter Drachen. Lasst euch sagen, es gibt durchaus nette Drachen. Glaubt mir. Der Schaf hier Vater zum unseres Kaisers Beispiel. ist einer. Genau. Trotzdem, ich würde lieber keinen Drachen treffen. Da bin ich auf Adepta Tassias Seite. Ich denke, wenn er auch nett, noch so nett ist, aber Kaffee trinken würde ich mit keinem von denen wollen. Ach, Drachen sind alles nicht so, nicht alle nicht so wild. Die sind alle schuppig. Zivilisiert. Wenn sie nicht wild sind, sind sie zivilisiert. Glaube, hier so nah an der grünen Ebene, wenn, dann ist es ein Drache. Würde auch reichen, aber es wäre ein großes Abenteuer. Ich bin gerne dabei, Abenteuer zu erleben, aber ich weiß nicht, ob diese direkt mit einem Drachen beginnen müssen. Naja, wenn hier einer den Geschuppten jagen will, meint Castellani, dann ja wohl der Torvaler. Ja, genau. Also, am Waldrand entlang oder möchtest du in den Wald? Wir können uns ja erstmal dem Waldrand nähern und dann schauen wir, ob wir einen Weg finden und wo der lang geht. Das Problem ist, wenn es eine Turmruine ist, heißt es ja noch nicht mal, dass sie irgendwie über den Wald hinausragt oder uns sich irgendwie groß ankündigt. Es kann ja auch nur irgendwie 1 oder 2 Etagen noch von der übrig sein. Ja, aber vielleicht können wir von da aus den 2 Etagen trotzdem schauen, wo es weitergeht. Ja, aber wir müssen diese Ruine ja erstmal finden. Ja, das stimmt. Naja. Ah, wenn es Also, eine vielleicht ist Elf. sie ja auch gar nicht so wichtig und wir laufen einfach dran vorbei. Wir müssen ja hauptsächlich in die Salamandersteine. Das ist auch wieder richtig. Wenn es eine alte elfische Ruine ist, dann ist das eine Erkundung auf jeden Fall wert. Ist denn der Wald in Richtung Südwesten? Der Wald ist hier überall eigentlich. Aber gerade gehen wir ja über Ebene. Ja, noch nicht ganz. Also die Ebene ist eher so im Osten. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall in die andere Richtung gehen, weil soweit ich weiß, ist ja die einzige, also wir sind ja eine ganze Weile Richtung Südwesten jetzt unterwegs, richtig? Das große Problem, meint Castellani, ist, dass wir nicht genau wissen, wo wir in den Salamanderstein hin müssen und das ein langgezogenes Gebirge ist. Deswegen sollten wir gucken, dass wir ungefähr auf dem uns gezeigten Pfad bleiben, damit wir nicht so viel durchs Gebirge kratzen Zeig müssen. doch noch mal die Karte, Snorri. Du hattest doch eine Karte eigentlich genommen. Hier, da, also. Also wir sind jetzt hier. Ja, mal. Und da hinten, also ganz weit weg, ist Quillquell. Also da müssten wir jetzt erstmal eine ganze Weile Richtung Westen laufen. So da lang. Oder Ja, ja. genau, da lang. Ja. Andererseits, wir haben doch auch, also wir haben ja auch eine Waldläuferin hier. Das ist ja nicht so, dass wir völlig auf städtische Versorgung angewiesen wären. Wenn sie es schon geschafft hat, ein ganzes Dorf zu versorgen, dann wird sie es ja wohl bei ein paar Menschen auch schaffen, Ja, oder? aber ihr seid Menschen, wer weiß, wie viele Rehe ihr so braucht, um zu überleben.
Also ich würde sagen, ich guck so zwischen Snorri und sich hin und her, so wir jeweils eins Ja, und grinst das dabei breit. bei uns reicht halt ein Reh für Wochen. Ein Reh, ein normal ausgewachsenes Reh reicht für uns wahrscheinlich auch für mehrere Tage. Ja, doch, da gehe ich sehr stark von aus. Ja, so 15 Ja, Kilo Fleisch muss man ja erstmal essen. Ich glaube, wenn du Adeptus, das Genörgel der beiden aushalten kannst, dann kannst du das selber abschätzen. Die nörgeln es Adeptatia meldet wahrscheinlich mehr, sich. als dass sie Also, wirklich behungern würden. ich möchte, wenn es geht, keine Rehe töten müssen. Die sind niedlich. Ja, es gibt bestimmt auch Kräuter und Beeren und so. Ihr wollt einen Bären jagen? Adepter, im Zweifelsfall geht deswegen ja unsere gute Schajare-Eulenschwinge jagen und nicht ihr, und nicht du. Vielleicht gibt es auch Fische. Fische sind nicht so niedlich, glaube ich, für Menschen. Das Oder stimmt, doch? die sind schuppig. Ja, gut. Aber machen wir jetzt den Wert eines Lebewesen anhand der Optik aus, ob etwas süß ist oder nicht? Sehr rajanisch, würde ich sagen. Ich weiß, das ist irgendwie, klingt das komisch, aber ich könnte ein Reh nicht so essen. Auch nicht, wenn es gebraten ist. Also nicht, wenn ich vorher gesehen habe, wie, also. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, ne? Also jeder kann ja, also je nachdem, was wir für Auswahl haben und wenn es halt nur Fleisch gibt, weil wir gerade nichts Besseres gefunden haben. Was heißt Besseres gefunden? Also was gibt es denn Besseres als Fleisch, bitte? Aber dann müsst ihr wohl oder übel, wenn ihr nicht vom Fleisch fallen wollt, auch mal hin und wieder etwas Tierisches zu euch nehmen. Adeptatassia, mein Silberhaar. Wir sind jetzt hier nicht mehr in der Zivilisation in Gerasim. Also reißt euch mal ein bisschen zusammen. Das ist ein Abenteuer und eine Expedition. Also da muss man jetzt auch mal seine Essensprinzipien ein bisschen hinter sich lassen. Also das geht ja gar nicht. Also da kommen wir ja gar nicht mal weit jetzt mehr. Weise Worte. Mein alter Hetman hätte jetzt gesagt, der Hunger treibt's rein, der Anstand behält's drin. Nachher sagt er auch noch, die Beeren esse ich nicht, weil die sind zu blau oder so. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Naja, also Aber laut ja, durch den wenn. Wald, dann treffen wir vielleicht ein paar Elfen. Das könnte gut möglich sein. So oder so sollte Shayariel vielleicht vorneweg gehen. Ich behalte gegebenenfalls wieder alles hinten im Berg und sorge dafür, dass keiner verloren geht. Das wäre sicherlich sinnvoll. Dann, Vielleicht sollten wir vorne noch einen Krieger haben. Snorri könnte mit vorne laufen. Dann nehmen wir in die Mitte die Älteren unter uns. wie ist das, Also Shayariel? außer Einfach Snorri. hier jetzt rechts in den Wald? Ich mach mal eine, ich versuche mal meine Wahrnehmung zu schulen und zu schauen, ob ich Hinweise finde, wo ein guter Weg sein könnte. Naja, hier gibt es nirgendwo richtige Pfade oder sonst irgendwie was mehr. Also Moosbewuchs, findest irgendwo eine Stelle, Tierspuren. findest auf jeden Fall eine Stelle, wo man zumindest erstmal ohne großartig viel Gestrüpp abschneiden zu müssen, relativ normal in den Wald hineinlaufen kann. Wie das weiter drinnen dann der Fall ist, ist dann eine andere Sache. Gut, dann Dann versuchen wir das einfach mal. folgen wir. Ich behalte wieder so ein bisschen alles im Auge, vorausgesetzt, es kommt nicht jemand und will mit mir blubbern. Aber ansonsten schaue ich halt. Nein, dann los. Dann führt euch Shayariel ein bisschen durch den Wald von der Ebene weg und läuft mit Snorri nach vorne oder was? Immer ein Wenn bisschen auf. Snorri mit möchte. Gerne. Lauft ihr da erstmal eine ganze Weile, irgendwie ein paar Stunden. Und dann entdeckt ihr beide, die ihr vorne lauft, zwei unterschiedliche Sachen. Shayariel einmal etwas, was Snorri wahrscheinlich gar nicht gefunden hätte, aber da hängt irgendwas in einem Baum. Weit über euch.
Das macht ein bisschen so knackende und klingende Geräusche. Wobei Snorri sich ja nicht auskennt und denkt, das sind einfach Geräusche des Waldes. Aber du weißt besser Bescheid, dass das wahrscheinlich irgendwie künstlich hergestellt ist und da oben was irgendeiner aufgehängt hat. Und Snorri läuft dann, während du dann so weiter stehen bleibst und nach oben guckst, ein bisschen ein Stück weiter und schlägt mit seiner Axt so ein paar Gestrüppfasern irgendwie zur Seite, damit ihr mit da durchkommt durch so ein dorniges Gestrüpp und findest dann in so einem Dornenbusch tatsächlich die Überreste eines Wesens am Boden liegen, eines rot bepelzten, mit Lumpen gekleideten Goblins, der auf dem Bauch liegt im Gestrüpp und im Rücken mehrere Pfeile hat. Okay, es sieht aus, als sollten wir hier vorsichtig sein. Ich sehe hier Spuren, vielleicht von Waldelfen. Wir sollten ich schauen. Ich ziehe mal so einen Pfeil raus oder versuche das mal. Krieg ich das hin? Ja, die Pfeile sind abgebrochen. Kannst du die aber rausziehen aus dem Ding. Ja, sind die kunstvoll gearbeitet oder so? Also sieht das... Nicht nach deinen Maßstäben, nee. Okay. Shayagi, ich habe hier was gefunden. Okay, ich schaue es mir mal an. Ja, das sieht tot aus. Goblin. Ein toter Goblin. Vermutlich. Und Pfeile. Ich schaue mir mal die Pfeile an, ob die mir was sagen. Ja, die sind von der Machart ähnlich wie die deinen. Ja, gut. Das heißt, wir haben jetzt hier Kunstwerke, Windspiele in den Bäumen. Wir haben Pfeile, die aussehen, als könnten sie elfenischen Ursprungs sein. Ja, vielleicht bewegen wir uns hier auf elfischem Gebiet, würde ich vermuten. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein, denn die scheinen sich wehren zu können. Ich möchte mich mal kurz an Adepta Tassia wenden. Ist der süß oder kann man den essen? Wer jetzt? Na, der Goblin. Ihr wollt einen Goblin essen? Das Nein, ich frage euch, ob ihr den essen wollt. Nein. Also der ist so zäh. Ich versuche nur, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich möchte wissen, was ihr als süßes Nicht-Essen identifiziert. Ich glaube, Goblins schmecken nicht. Ich würde das eher nicht machen. Überhaupt die Vorstellung alleine. Was fragt ihr mich als nächstes, ob ich Orks essen will? Okay, ich schreibe mir das auf. Also, isst nichts Süßes, isst keine Goblins, isst keine Orks. Das ist das erste Goblin-ähnliche, was ich jemals zu Gesicht bekomme. Ich habe auch noch nie einen Ork gesehen, geschweige denn irgendwann mal versucht zu essen. Orks sind ganz schön eklig. Müffeln. Aber Goblins eigentlich auch. Kühe auch. Ja, das ist vergleichbar. Hm? Vom Geruch. Esst ihr überhaupt tierische Nahrungsmittel? Nein, eigentlich nicht. Gut. Versuch's zu vermeiden. Gut, wir werden hoffentlich ein paar Beeren finden. Ich hab Gemüse mit. Ja. Und Brot. Lumin tritt zu diesem Goblin. Okay. Pfeile im Rücken. Das heißt, wir sind bei deinen Brüdern und Schwestern des Waldes angekommen. Wie bitten wir um Durchlauf? Gibt es da ein Ritual bei euch? Ich weiß nicht, wie die Waldelfen drauf sind. Würden wir jetzt Menschen treffen? Aber wir guck sind auf den Goblin mit den Pfeilen. Ich glaube nicht, dass die große Diskutierlaute sind. Ich glaube, bei Waldelfen, die sind halt sehr kriegerisch. Wir würden uns halt einfach verstecken und hoffen, dass uns niemand findet. Auch nicht, wenn jemand durch euer Revier kommt? Nein, wir wollen ja erstmal keinen Kontakt mit Menschen. Nicht, dass wir dann irgendwie... Das ist ja auch kein Mensch, das ist ja ein Goblin. Ja gut, den würden wir halt auch wahrscheinlich töten. Auch noch in den Rücken geschossen. Das macht Probleme, wenn es zu viele sind. Ich glaube, das ist den Elfen egal. Gut, also Menschen tötet ihr nicht einfach so, ja? Nee.
Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also das heißt, Aber wir sind auch Elfen. Ich weiß nicht, wie es bei den Waldelfen ist. Das ist ja nochmal anders. Das weiß man auch bei keinem menschlichen Volk, ob man jetzt wohlgesonnen aufgenommen wird oder nicht. Aber es gibt ja zumindest einige Sitten, wie man sich friedfertig zeigen kann. Friedfertig, Snorri. Friedfertig, meint Castellani. Wir sollten vielleicht Kann man unsere das Waffen essen? nicht so präsent. Also, vielleicht sollten wir sie schon dabei haben, falls doch was passiert, aber Ich vielleicht nicht so sichtbar. werd meine Waffe nicht ablegen, also natürlich nicht. Also, ich weiß ja nicht, ich meine, ich hab meine Elfenabhandlung ja weitergegeben. Da stand etwas drin von wegen Elfen verstehen sich, sobald sie sich sehen. Und jetzt nach dem Vermächtnis der Völker habe ich irgendwie das Gefühl, ja, kann sein. Habt ihr da nicht irgendwie so einen Zusatzsinn oder sowas? Magie? Ihr könnt doch zaubern. Habt ihr da nicht irgendwie Zauber, mit denen ihr euch da so verständigt? Wir haben Lieder, mit denen wir uns verständigen. Oh, das ist doch vielleicht gar nicht mal schlecht. Vielleicht kannst du singen und dich so irgendwie ankündigen oder so. Damit sie uns noch besser beschießen können? Ich befürchte, sie würden uns eher beschießen, wenn sie nicht singt. Also wenn wir einfach hier so stolzieren und dann fitz und. Woher wissen wir, dass der Goblin nicht gesungen hat? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es wäre eine lustige Vorstellung, einen Goblin singen zu hören bei dem Versuch, elfische Lieder zu imitieren. Lass uns ihn noch mal Wenn genauer Silberhaar stützt untersuchen. sich so auf seinen Stock. Ich glaube, dasselbe gilt für Torvala. Maestro, ich Ah! glaube, dass goblinischer Gesang und Torvalscher Gesang sich näher sind als Elfengesang und goblinischer Gesang. Keine Diese Beleidigung, These kann lieber ich nur Torvalder, keine unterstützen. Beleidigung. Wie lange Ich ist denn der höre, sie Freund hat das. schon tot? Vielleicht können wir uns den mal angucken. Vielleicht sind die Elfen ja schon Ja, weitergezogen. vielleicht so eine halbe Woche. Ja, okay. Das. Also Wobei wie oben nicht natürlich. so hin, nirgendwo hin. Also es ist nicht normal, dass sie so riechen, ja. Gutes Windspiel scheint aber darauf hinzudeuten, dass wir hier tatsächlich auf elfischem Gebiet sind. Also das. Ganz welches Windspiel? Ja, siehst du da oben im Baum, das, was sich da bewegt und Töne erzeugt? Dumin sieht nichts. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, okay, Da gut. zeigt Also vollkommen woanders hin wahrscheinlich. Vogelnest, könntest du ja. vermuten, worauf du gerade zeigst. Nein, ja, das nicht. Also, ja, also da oben scheint etwas angebracht zu sein, was Töne imitiert des Waldes. Und ich vermute, das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns jetzt auf dem Revier da einer waldelfischen Sippe befinden. Okay, könnt ihr uns vielleicht drumrum? Das könnten wir schauen, ob wir irgendwie einen Weg außenrum finden, aber so dicht wie der Wald ist, könnte es natürlich auch schwierig werden. Naja, dass es keine einfache Reise wird, habe ich mir vorher schon gedacht. Ich schaue mal, ob es irgendwo anders einen Weg lang geht. Gibt es irgendwo nirgendwo Wege? Wo man durchkommen könnte. Aber ich meine, wenn wir jetzt anfangen, den Wald zu zerhäckseln, dann sind wir noch auffälliger, Wenn wenn wir uns du Wege ein schaffen. bisschen irgendwie könnt ja, die anderen können ja Rast machen und wenn du ein bisschen so ausschweifst durch den Wald läufst, findest du tatsächlich in einigen Abständen immer entweder so eingeritzte Zeichen an Bäumen oder Windspiele oder es ist ein ziemlich, also muss schon ziemlich weit nach Norden oder nach Süden laufen, also je nachdem, wo du langgelaufen bist, nach Süden oder nach Norden. Also läufst dann garantiert so Viertelstunde, 20 Minuten schon mal in eine Richtung und das ist aber immer noch Zeichen da. Frage ist, wie weit willst du dich von den anderen entfernen? Der nicht zu weit. Das heißt, ich würde eher wieder zurückgehen. Also länger als eine halbe Stunde laufe ich jetzt nicht durch den Wald. Also was klar ist, ist inzwischen, dass es halt alles Markierungen von Grenzen sind. So, ich gehe mal zurück und wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wir können jetzt umdrehen und doch über die Ebene laufen. Oder wir versuchen uns langsam vorzutasten und möglichst friedfertig auszusehen. Ja, wir befinden uns hier tatsächlich auf waldelfischem Gebiet und hier scheinen verschiedene Sippen zu Hause.
Ich vertraue da deinem Urteil. Wenn du sagst, es kann gut gehen, wenn wir durch deren Gebiet gehen, wenn wir bestimmte Verhaltensweisen folgen, die ihr uns dann am besten nennt, dann können wir das gerne versuchen. Ansonsten sollten wir zur Not irgendwie außen rumlaufen. Ich weiß nicht, wie groß ist so ein Gebiet. Groß. In dem Fall würde ich die Axt in den Rucksack packen und mal gucken, wie weit ich komme, wenn man einfach nur das Gestrüpp ein bisschen zur Seite macht. Also, das scheint mir da nicht so holzend durch das Gebiet zu gehen, scheint mir schon mal ein guter Weg zu sein. Was sagen denn unsere Magier dazu, weiterzulaufen? Silberhaar mal kratzt sich so am Kopf. Bin mir unschlüssig. Ich glaube aber, wir sollten den schnellsten Weg wählen. Das wäre wahrscheinlich geradewegs durch das Gebiet der Waldelfen. Irgendwann wird sich das auch nicht mehr vermeiden lassen, dass wir auf waldelfisches Gebiet laufen. Dann sollten wir vielleicht möglichst früh versuchen, die Rituale und die Benimmformeln. Ich weiß, es gibt ja bei uns Menschen eine gewisse Etikette, die wird es wahrscheinlich bei euch auch geben. Eine Art Regel, wie man sich verhält, ohne einen schlechten Eindruck zu machen. Also eine elfische Begrüßung wäre Sanyasala Feyama. Ich nehme was zu schreiben raus. Könnt ihr das kurz mal, wie war das? Sanyasala? Sanyasala Fayama. Sanyasala? Nein, Sanyasala? Genau. Feyama. Ich grüße dich, Freund, ungefähr so übersetzt. Und was davon bedeutet Freund? Also, warum rede ich eigentlich mit euch darüber? Shayariel. Ja. Das lässt sich alles nur sehr schwer übersetzen. Also wenn ihr eine Lektio in Istira haben möchtet, dann können wir das bei der nächsten Rast gerne anfangen. Ich meine, Snorri hat ja auch schon angefangen, elfische Schrift lesen zu lernen. Dann schließt ihr euch einfach an. Snorri hat das angefangen zu lernen. Ich dachte, er hat erstmal Kusliker Zeichen gelernt, angefangen zu lernen. Nee, das kann er nicht. Ich denke, wir Ich habe sollten versucht uns. zu lesen, was auf meinen Stiefeln steht. Ja, das war elfisch, ja. Stimmt. Ich denke, ihr solltet euch möglichst wenig menschlich verhalten. Lumin guckt dich fragend an. So Adepta laut Tassia durch tritt so den. hinter so einen Baum, kommt dann wieder vor und hat sich so zwei Moosbüschel so an die Ohren geklebt. Nicht so laut durch den Wald stratzen. Sehe ich jetzt aus wie ein Waldelf? Nicht menschlich, nicht dumm. Da drüben ist auch noch irgendwie eine Feder. Ich könnte mir die ins Haar stecken. Ja, nee, das macht, glaube ich, nur noch mehr Verwirrung. Aber Verwirrung ist gut, weil wenn Verwirrung da ist, dann und die wollen uns eigentlich umbringen, aber es ist Verwirrung da, ist es ja eigentlich, dann überlegen sie ja zumindest noch mal. Vielleicht wollen sie uns ja gar nicht umbringen. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall einfach ehrlich erzählen, warum wir unterwegs sind und vom Vermächtnis der Völker und unserem Auftrag. Und das kann ja Ihnen genauso zugutekommen. Ich würde sagen, du gehst einfach wieder vor. Wir versuchen diesmal nicht, also nah beieinander zu bleiben und halten Ohren und Augen offen und hoffen das Beste. Das klingt doch ganz gut. Also da Lumen einen dicken Rucksack auf dem Rücken hat, hoffen wir, dass das vielleicht irgendwie halbwegs eine Sicherung für den Rücken ist und nimmt tatsächlich das Schild zumindest in die Hand. Damit er das Schild direkt griffbereit hat, das Schwert lässt er aber stecken. Ohne Snorris Axt ist es natürlich wesentlich schwieriger, sich durch das Unterholz einen Weg zu bahnen. Ich Snorri ist versuche immer ihn. wieder beeindruckt, wie Shayariel über die dicken Büsche und Sträucher einfach so hinwegläuft, als ob die ihr Gewicht gar nicht tragen müssen. Während du dann versuchst, auch irgendwie einen Stiefel oben drauf zu setzen auf den Busch, aber dann sofort einsinkst ins Gestrüpp und dann doch wieder dich irgendwie freikämpfen musst. Irgendwie keine Ahnung, wie die das macht, aber
Ob es dem Wald wirklich besser geht, wenn ich hier durch bin, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Der holt sich naja. schon wieder, Snorri. Mach dir keine Gedanken. So wartet ihr wesentlich langsamer durch den Wald als zuvor. Und einige Stunden später kann man dann auch wesentlich weniger sehen vom Sonnenlicht, einfach weil der Wald hier ziemlich, ziemlich dicht wird. Die Bäume ziemlich hoch, kommt kaum Sonnenlicht bis auf den Boden durch. Und irgendwann, jetzt müsste die Preios-Scheibe ja eh auch untergehen, dementsprechend dunkel wird es. Shariel, ich weiß nicht, wie es bei euch und Nachtsicht aussieht oder sowas, aber ich sehe nur noch relativ wenig. Vielleicht sollten wir Nachtlager aufschlagen. Also, ja, ich vermute für euch, also ich kann im Dunkeln sehen natürlich, aber und auch mich im Dunkeln bewegen, aber ich vermute für euch Menschen dürfte das schwierig werden Exakt, und so wie ihr nämlich hier zielsicher weiterhin durch den Wald stapft oder so, habe ich mir sowas gedacht, dass ihr im Dunkeln anscheinend besser gucken könnt. Wir Menschen sind da leider etwas gehandicapt. das ist echt schwierig, ein Mensch zu sein. Nicht alle. Okay. Gut. Aber die anderen können anscheinend nicht so gut sehen. Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall ein Nachtlager errichten. Wie ist das? Ist das anti-elfisch, wenn man Feuerholz anzündet? Ja, so werden wir natürlich auf jeden Fall sichtbar, aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir die Nacht anders. Also, je nachdem, wie kalt es ist, sollten wir uns sonst sehr warm anziehen, wenn wir Erstmal kein müssen wir Feuer haben. generell einen Platz finden, wo wir vernünftig lagern Stimmt, wir können. sollten erstmal nach einem Platz suchen. Wir können uns in die Bäume hängen. Ich habe eine Hängematte dabei, das sollte kein Problem sein. Genau, und wir hängen, Snorri können wir aber festbinden in die Bäume. Seil habe ich auch dabei, das passt Ja, wir schon. haben mehrere Seile dabei, genau. Ich habe ja gepackt. Ich meine, ich hätte auch, also ich, klar, wir haben auch Feuersteine und so, aber ich würde sagen, wir sind mitten im Wald. Das finde ich jetzt, glaube ich, nicht die beste Idee. Vielleicht suchen wir jetzt einfach noch ein paar Minuten nach einem Platz und dann, wenn wir dann keinen finden, dann machen wir das einfach irgendwo. Ja. Vielleicht irgendwas, wo viel Moos wächst oder so, dass man da drauf sich hinlegen kann. Solange Shayariel darauf achtet, dass wir nicht auf irgendeine heilige Stätte uns nächtigen oder sowas, soll mir das recht sein. Heilige Lieber Stätte. Lumin, meint Silberhaar. Den Elfen ist nichts wirklich heilig. Die haben keine große Beziehung zu Göttern. Eigentlich keine, gar keine. Gar keine. Also. Heilig. Was ist heilig? Der Wald an sich ist doch schon besonders. Weiß ich nicht. Okay, also mit, naja, dann tut es mir leid, dass ihr in der Hinsicht etwas gehandicapt seid, aber oder nicht auf irgendwelche wichtigen Ritualstätte oder weiß ich nicht, was ihr. Also ihr werdet ja wahrscheinlich auch irgendwelche besonderen Orte haben, die euch. Nicht? Nein. Okay, dann ist Nicht es anscheinend wirklich. egal. Wir sollten vielleicht nicht auf einem Tierfriedhof übernachten. Das gibt, glaube ich, nicht. Das ist nicht so schön. So. Ein Tierfriedhof! Und wir sollten vielleicht auch nicht da übernachten, wo die Wölfe ihr Lager haben. Auch das wäre jetzt nicht so Hilfe! klug. Und ich würde auch Der auf Nacht Tierfriedhof ist Schnappatmung. üblicherweise genau neben dem Wolflager. Also. Ja, wir müssen die Knochen von ihrem Essen ja hinschmeißen. Exakt. Ja, dann achtet wegen mir auf sowas. Ich würde auch auf Bären achten und auch auf Waschbären, die können unser Essen klauen. Also ich wäre einfach vorsichtig, dass wir nicht so, ja. Wie Essen klauen? Meine Möhren? Mein Kohl? Ja. Also ich hätte jetzt nicht Sorge, dass die Wölfe uns anknabbern, aber Werde ich meinen Rucksack mit einem Vorarmen sichern. wir sollten auf jeden Fall unsere Essensvorräte sichern, weil sonst locken wir die Tiere an. Deswegen würde ich halt empfehlen, eher in den Bäumen zu schlafen, weil dann können uns die Erdbewohner, die Erdtiere nicht so leicht erreichen. Lumin guckt so auf den Baum hoch, guckt zu Silberhaar, guckt auf den Baum hoch. Könnte vielleicht für den einen oder anderen schwieriger werden, auf den Baum hochzukommen. Das ist so. Gut, wir schauen jetzt erstmal, ob wir einen geeigneten Lagerplatz finden. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Nach euch. Möglichst einen ohne Wölfe, Tierfriedhöfe oder Waschbären.
Und ohne Goblins. Zecken. Zecken. Was sind denn jetzt schon wieder Zecken? Die gemeine Auwaldzecke. Aber ich glaube, die verschont uns. So habe ich mir das Abenteuer aber nicht vorgestellt. Adepta lernt, nimmt jede Herausforderung als Hilfe, euren Horizont zu erweitern. Ja. Ihr schafft das schon. Mit Sicherheit. Gut. Sharayel, wenn ihr uns sagen könnt, wie wir euch irgendwie helfen können, sonst würde ich einfach Holz sammeln. Ich denke, da kann ich nicht viel falsch machen. Oh doch. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal Licht hier. Das ist ja fürchterlich, diese Diesigkeit hier. Flim, flam, funkel. Ein leuchtender, eine leuchtende Adepta. Kugel so zwischen euch entstanden ist und irgendwie vor Adepta Tassia rumschwebt. Euch ist klar, je besser wir sehen können, desto besser sieht man uns. Ja, sollen sie doch. Okay. Das ist ein elfischer Zauber. Also vielleicht halten sie uns dann für Elfen. Ich glaube nicht. Genau, kannst du das ein bisschen kleiner geklärt, dass Elfen machen? Im Dunkeln gucken können, oder? Da brauchen die bestimmt so eine Funzel. Mein Buch sagt nein. Mach das doch ein bisschen kleiner, das Licht. Na gut, ein bisschen. Mach die Lichtkugel ein bisschen kleiner. Ich hab voll reingeguckt. Könntet ihr mich nicht so vorwarnen? Ich hab doch den Zauberspruch laut und deutlich gesprochen. Wir sind aber nicht alles Zauberer. Und kennen Achso, ja, das habe ich vergessen. Nicht. Entschuldigung. Kein Problem. So, ich schaue mich mal weiter um, ob ich irgendwo einen geeigneten Lagerplatz für diese Menschenwesen finde. Ich würde mich einfach da oben in den Baum legen. Kannst du ja immer noch machen. Ja. Wir sollten Wachen aufstellen. Alterierende Doppelwachen. Erstmal brauchen wir einen Platz, dann können wir Wachen aufstellen. Ja, wir können ja schon mal sprechen, wer welche Wache übernimmt. Während du nach einem geeigneten Platz suchst. Also ich glaube, Silberhaar ist etwas, seid ihr noch fit? Natürlich. Ja, also ich kann eine Wache übernehmen, genau. Ihr könnt aber auch gerne die Nacht überschlafen, das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir sind auf jeden Fall genug. Ja, wenn immer zwei Wachen, das wäre doch, glaube ich, ganz klug. Das hätte, glaube ich, eine größere Hälfte, wenn ihr alle eure Kräfte habt, wenn ihr tagsüber mithalten könnt, wie ihr es bisher getan habt. Gilberto Castellani macht so, also ich kann gut ein Schläfchen gebrauchen. Wir sind 7 Personen. Silberhaar ist der Condottiere, das heißt, der schläft. Der bezahlt uns nämlich gerade hier. Natürlich wirst du eine Wache halten. Wir werden alle eine Wache halten, aber Gilberto, leg dich ruhig hin, du kannst eine der letzten Wachen nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist doch sehr gut. Wer macht mit mir eine Wache oder machen wir jetzt alleine Wachen? Wir machen alle eine Wache. Nee, zu zweit, oder? Zu zweit. Ja, immer. Tassia meint so, ich mach mit der Elfe. Hocherfreut. Okay. Dann, Na Lubin, dann machen wir wohl. Machen Sie Berto so, oder? Die letzte Wache natürlich. Kriegen wir hin. Herr Riccio, wir machen die Mitte oder so? Ja, nee, lass mal erste machen. Okay, stimmt, dann können wir danach. Wenn das für die Damen okay ist. Das ist in Ordnung. Wenn Sharayel eh in der Nacht gut gucken kann, dann ist es, glaube ich, am besten, wenn sie in der dunkelsten Stunde die Augen aufhält. Ansonsten kann ich dann den Flimflam wieder machen. Ich glaube, darauf können wir verzichten. Die anderen werden davon nur wach. Gut, ich würde auf jeden Fall noch gucken, wenn wir denn einen Platz gefunden haben, dass ich vielleicht ein bisschen Holz ankarre, wenn wir Feuer brauchen. Ansonsten würde ich mich irgendwie... Ja, versucht am besten Totholz zu nehmen, nichts abschlagen.
was am Boden liegt. Ja. Gut. Wie gesagt, Feuerstein habe ich dabei. Das sollte kein Problem sein. Aber vielleicht finden wir im Wald ein bisschen trockenes Holz. Hoffentlich. Schauen wir mal. Und ansonsten würde ich tatsächlich eine Hängematte aufhängen wollen. Wenn wir hier eh im Wald sind und wenn Bäume günstig stehen oder sowas, dann würde ich das tatsächlich mal versuchen. Ja, kriegst du wohl hin. Castellani hat auch eine Hängematte. Vernünftig. Er dirigiert auch die Seile so ein bisschen mit einem Motorikus, also dass er sie nicht selber binden muss, sondern die binden sich so von selber um die Bäume. Rosa. Ich wollte gerade sagen, hey Snorri, der Flex ist stark in dem da. Dann legt er sich so in die Hängematte rein und dann schaukelt so ein bisschen, meint so, ist ja gar nicht so ungemütlich hier, so im Wald. Dachte ich mir und auch. Der Tassia könnte den Flimflam noch ein bisschen dunkler machen. Aber dann sehe ich gar nichts mehr. Wollte noch etwas Tagebuch schreiben. Das könnt ihr im Zweifel auch morgen zum Frühstück. Aber dann habe ich ja schon wieder vergessen, wie der Goblin aussah. Also ich habe mir genau gemerkt. Aber das kritzel. Soll doch eh die bessere Wirkung haben, morgens Tagebuch zu schreiben, habe ich gehört. Ja, ich mache schnell. Na, wartet, ist okay. Dann kramt so ein bisschen in seinem Rucksack rum und holt dann so eine Schlafmaske raus und siehst du. Schlafmaske. Als wäre eine echte horasische Schlafmaske. In deiner Taverne. Wollten wir das Gepäck nicht möglichst leicht machen oder ist sein Gepäck auch verzaubert, dass es nicht so schwer ist? Hast du das schon ausprobiert? Ja, das ist nur ein Stück Stoff. So schwer sind die Schlafmasken nicht. Man muss jedes Gramm entsparen. Der Kollege ist bestimmt gut versiert darin. Er ist immer ein Artefaktmagier. Ich glaube nicht, dass er den schweren Rucksack einfach so trägt. Solange er mithält und mitläuft, ist mir, wie auch immer er es macht, eigentlich alles recht. Gut. So, ich darf mich jetzt zu Bett begeben. Genau, ich lege mich dann auch gleich hin. Und ich wünsche euch eine ruhige Nachtwache. Ja. Danke, danke. Schlaf gut in deiner Hängematte. Das wird bestimmt. Und Lumin überlegt erst so ein, zweimal, wie er am besten da reinkommt oder so. Und hieft sich erstmal vielleicht nicht ganz so elegant, weil es scheint er zum ersten Mal zu machen, aber ich denke, er wird schaffen und drin bleiben. Hörst ein Schmunzeln aus meiner Richtung. Hört ein Schmunzeln. Ich merke so im Nacken, da ist was. Ja, so ein gekünsteltes halt so ein. Ich wünsche euch eine geruhsame Nacht. Möge Hesinde uns einen lehrreichen Traum schicken und der Herr Boron über uns wachen. Dankeschön. Lumen nimmt tatsächlich sein Schwert mit in die Hängematte. Du hörst dann so von Castellani rüber, pass auf, dass du damit nicht die Hängematte zerschneidest. Solange es in der Scheide ist, wird nichts passieren. Waren die letzten Worte eines Weidener Kriegers. Normalerweise für die, die sich gegen einen Weidener Krieger hingestellt haben. Touché. Ja, ich setze mich mit Snorri dann zur Nachtwache. Ey, fällt dir was ein, wie ich in irgendeiner Weise witzig diese Hängematte sabotieren kann? Soll nicht zu Schaden kommen, aber ich hätte gerne. Wollte ja eigentlich schon, als er sich reingehieft hat, wollte ich zufällig dagegen kommen und ihn raushauen. Hatte ich eigentlich fest. Was? Das ist zu plump. Das muss irgendwas Witziges sein. Okay. Wir könnten irgendwas oben in den Baum hängen, dass es so runterbaumelt. Und dann weiß ich, wie irgendwas an Seil hängen oder so. Dann keine Ahnung, dass es irgendwann, dass er dagegen kommt oder so und sich voll erschreckt und dann von selbst rausfällt. Euch ist schon klar, dass ich so schnell nicht einschlafe, ja?
Ist mir ein lautes Schnarchen kommt von Castellani. Und als der Flimflam dann vergeht, wisst ihr auch, dass Adepta Tassia eingeschlafen ist. Ich beobachte noch ein bisschen die Sterne, bevor ich schlafe. Ja, und wie die gesagt, Wälder, die kann man schlecht sehen von hier, weil oben das Baumgestrüpp ziemlich wenig Blick auf den Himmel zulässt. Dann beobachte ich das Baumgestrüpp und werde auch ruhen. Es wiegt sich seicht im leicht aufkommenden Wind. Wie warm ist es denn? Es ist angenehm warm. Also jetzt nicht super warm, aber angenehm. Da brauchen wir vielleicht sogar nicht zwingend Feuer, wenn wir nichts irgendwie braten wollen. Und sag, Rizzo, du kannst im Dunkeln auch sehen? Guck dich ungläubig an. Ja, für kurze Zeit. Ist das eine eurer Gaben, eures Herrn Fex, oder? Ja, könnte man so sagen. Das ist beeindruckend. Ich würde das auch gern können. Reizt die Augen. Du kannst andere Sachen. Das stimmt. Ein Kreuzchen ruft. Echte Eule oder Elfe? Das war eine Stimme, oder? Ein Kreuzchen. Also wenn das Kreuzchen nicht zweistimmig ruft, dann glaube ich nicht, dass das eine Elfe war. Ich meine, du hörst ja, wie schön Shayariel spricht mit ihrer zweiten Stimme. Ja, du hast recht. Du hast recht. Lumin, Snorri hört irgendwie ein Geraschel im Gestrüpp, nahe bei dem Baum, an dem Lumin seine Hängematte aufgehangen hat. Ich gehe da mal hin. Dann siehst du in der Dunkelheit etwa in einem dunklen Schatten, wie der so den Bauch hochkommt. So ungefähr, keine Ahnung, Unterarm lang. Ein bisschen kleiner, halber Unterarm. Was ist das? Ist halt dunkel, kann man nicht so gut sehen. Ich versuche noch näher ran. Ist dann der Baum. Willst du hochklettern? Ich gucke erstmal nach oben, ob ich noch was sehe. Denn der Schatten sitzt oben auf so einer Astgabel. Ich bleib da erstmal stehen und gucke nach oben. Wieder ruft ein Kreuzchen. Dann kommen ganz merkwürdige Grunzgeräusche von aus einiger Ferne, die Elricho dann hören kann. Jetzt aus Snorris Richtung, oder was? Nee, aus der anderen Richtung. Grunzen. Ja. Kenn ich das von Schweinen? Hört sich das so an, oder? Ein bisschen ähnlich, aber was irgendwie Schweine eher so in höheren Tonlagen. Es ist ein bisschen tief. Und dann zirpt auf einmal ganz laut irgendwie irgendein merkwürdiges Insekt, was ultralaut gerade ist und das Grunzen sogar übertont. Ja gut, ich kenne ja Grillen. Also. Das ist ja richtig, ja. Und wenn die in Massen auftreten im Hochsommer, dann ist es saulaut.
Genau. Von daher, das kratzt mich jetzt nicht so. Das Grunzen, ja, das sehe ich jetzt auch erstmal als. Also mir hat keiner gesagt, dass Goblins sich irgendwie grunzend miteinander verständigen, sondern da war von Reden die Rede. Grunzen erkenne ich jetzt nicht als artikulierte Sprache an. Kommen noch einige andere Waldgeräusche hinzu. Es wird ein schönes nächtliches Waldkonzert. Mehrere Krächzen, Schuhuen, Äste knacken. Also das spannt mich schon ziemlich krass an, weil ich wirklich jedes Mal hart überlegen muss, ob das nicht vielleicht doch irgendwie so Goblins sind oder Waldelfen. Also Snorri und Alritja haben sich wahrscheinlich den Wald wesentlich ruhiger vorgestellt. Bis nachts. Wollte ich gerade sagen, dass es hier so laut ist, hätte ich nicht gedacht. Hä, ich verstehe dich nicht. Es ist so... Während Snorri zu Aritio rübergeschaut hat, ist der Schatten verschwunden aus der Astgabel. War da hinten was? Ja, irgendwas Kleines, halber Unterarm. Könnte auch ein Eichhörnchen gewesen sein oder so, aber... Oder ein Waschbär. Ja, irgendwie sowas. Der sich jetzt gerade an Lumins Käse labt. Nicht der Käse. Achte das Wortspiel, er labt sich am Käse. Durch und Lumin knallt gleich runter. Dann mussten wir nicht mal was machen und die Hängematte ist hin. Ja, ich wäre schon aber sehr froh, wenn ich nicht meinen Käse mit ihm teilen muss, weil du den Waschbär hast laufen lassen. Das stimmt auch wieder. Könntest du bitte nochmal gucken gehen? Ich schaue nochmal. Schaust irgendwie in der. Stehst dann irgendwo zu, neben Lumins Hängematte. Schaust nach oben. Das ist der Moment, in dem Lumin so sich einmal rumdreht und so ein Auge aufmacht und dann steht halt Snorri direkt vor dir. Was zum? Und ich fall so halb aus dem. Was zum? Ich höre dich nicht, Snorri. Da oben der ist Wald irgendwas. Ist zu laut. Da oben ist irgendwas. Es könnte sein, dass es Waschbär ist, der deinen Käse frisst. Oh, was? Oh, Waschbär, Käse im Baum? Oh. Bin ich schon mit der Wache dran? Ihr seid alle gemutet, wenn ihr redet, ne? Nein, bist du noch nicht. Ich bin noch dran. So, okay. Wir sind noch dran. Du bist nur aus Versehen wach geworden. Oh. Ich schlafe. Ich krieg das alles nicht mit. Es ist einfach Wald. Okay. Aber das sieht. Musst du so nah an meinem. Also hier stehen? Wat mut dat mut? Wer weiß denn? Hinterher hätte das Vieh deinen Käse gefressen. Und dann hätten wir mit dir teil, also dann hätten wir einfach weniger Vorräte gehabt. Stell dir das vor. Aritio entdeckt diesen Schatten jetzt, von dem Snorri gesprochen hat. Der hängt auf einem Ast über Lumin und springt jetzt gerade auf einen anderen Baum rüber. Also weg von uns. Mhm. Ganz schön laut so nachts im Wald. Oh. Sehr. Nee, aber leg dich noch mal hin. Ja, das werde ich wohl machen. Halte die Augen weiter offen. Machen wir. Mhm. Ja, Lumin dreht sich noch mal um und guckt mal auf seinen Rucksack, wo er ihn hingetan hat. Ja. Der ist noch da. Okay. Dann legt er sich wieder hin und versucht nochmal zu schlafen. Auch wenn er auch etwas beunruhigt von den ganzen Geräuschen im Wald ist. Wahrscheinlich schwerer in den Schlaf fällt als sonst. Aber ich denke, die lange Reise am Tag vorher wird ihr Übriges tun. Ja. Während der restlichen Wache von Snorri und Alritje, falls ihr nicht noch irgendwas machen wollt, passiert nichts mehr großartig.
Boah, das ist Zeit, Shayariels und Adepta Tassia zu wecken. Dann wecke ich doch mal die Damen und lege mich selber hin. Wachwechsel, ihr seid dran. Ach, es ist so schön, hier zu schlafen. Es ist so viel besser als in diesen Menschenorten. Es ist so ruhig und entspannt und so leise. Was? Was ist denn hier leise? Es sind diese Waldgeräusche. Ist das nicht wunderschön? Naja, wenn man es kennt, vielleicht. Es ist wie Der zu Riccio da Hause. Gerade gegrunzt? Ja. Horasia, merkwürdiges Völkchen. Ich setze mich da mal und beobachte die Schemen und den Wald. Gucke, was passiert. Und versuche, Feuer gemacht, Snorri? Adepta Tassia zu ignorieren. Nein, es gibt hier kein Feuer. Wie soll ich mich denn wach halten? Ich sehe nichts. Einfach den Wald genießen und schweigen. Dann schlafe ich wieder ein. Muss irgendwas machen. Tagebuch schreiben? Im Dunkeln? Nee. Nachdenken? Nachdenken. Die ganze Wache über. Über was ja, denn? Ich weiß nicht, was denken Menschen denn so? Alles Mögliche. Na, dann das ist doch gut. Dauert so 5 Minuten, dann stößt sie dich so in die Seite. Ich hab darüber nachgedacht, wie viele gefährliche Tiere es hier gibt im Wald. Und? Wie viele könnten es Unzählige! Sein? Ja, ach, was wird es hier geben? Ich glaube, da hinten hat Wolfsrudel, sich was bewegt. Luchse, Bären. Ja, ein Bär, bestimmt, das war ein Bär. So großes, großes. Meinst du das Tier. Eichhörnchen da hinten? Ich kann nichts sehen, es ist ja dunkel. Das, nee. Eichhörnchen und Wildschweine. Wenn es doch ein Bär ist. Wildschweine gibt, können gefährlich sein? Lass mal gucken gehen. Würde mich jetzt ungern wegbewegen von den anderen. Wieso, wenn du meinst doch, es ist eh nichts, also können wir uns auch dahin bewegen. Ich versuche mal hinzuhören, ob es irgendwas Spannendes ist. Da ist tatsächlich so ein Knacken irgendwo im Wald in der Richtung. Aber wir sollten hier Wache halten, nicht, dass die anderen überfallen werden von den Waldelfen, wenn wir uns wegbewegen. So was machen die? Könnte schon sein. Dann gehe ich alleine und du wachst hier. Das solltest du auch nicht tun. Du verläufst dich nur, du kannst gar nichts sehen. Dann mache ich einfach den Flimflam wieder an. Nein, dann sind wir ein gefundenes Opfer für alle. Mache ich ja nur, wenn ich nicht wieder zurückfinde. Warte doch noch 5 Minuten. Ja, ich habe eine Idee. Warte. Kramst du in ihrem Rucksack und holst so ein dickes Wollknäuel raus. Hier, nimm den einen und ich roll das ab und dann komm, finde ich dich auf jeden Fall wieder. Wir können doch noch 5 Minuten warten und wenn das Knacken dann immer noch da ist, können wir nachgucken gehen. Oder 10. Was für ein Knacken? Das ist ein Knacken? Lass los, lass gucken gehen. Ich guck sie so an. Was hörst du denn oder nimmst du wahr? In so ein Schatten, glaube ich. Ich spüre, dass da irgendwas ist. Okay. Nenn es weibliche Intuition. Wir Magier, wir spüren manchmal Dinge. Und was? Okay, und was ist da ein Schattenknacken? Du würdest da jetzt alleine hingehen. Ja, du willst ja nicht mit. Du hast ja Angst.
Nee, ich finde, wir sollten auf die Gruppe aufpassen. Ja, du hast Angst um die Gruppe. Komm, dann wecken wir Snorri und dann passt der auf die Gruppe auf. Aber ja, das können wir machen. Aber der hat doch gerade schon gewacht. Dann wecken wir Alricio. Ah, der hat auch schon gewacht. Magister Silberhaar, der sollte lieber schlafen. Ich glaube, der ist ziemlich schwer aufzuwecken. Wenn du wüsstest. Dann wecke ich lieber Lumin. Der wird sich bedanken. Ach, der ist eigentlich der netteste, glaube ich, von allen. Naja. Alricio ist ein bisschen, naja. Wusstest du, dass die Jünger des Fex auch was klauen? Das ist, glaube ich, deren Job, wenn ich es so richtig verstanden habe. Ja, fürchterlich, nicht wahr? Deswegen, ich passe die ganze Zeit schon auf meine Geldkatze auf. Auch besonders, wenn er hinter mir läuft. Versuche nochmal in den Wald reinzuhorchen, ob ich auch irgendwelche Schatten wahrnehme. Nicht wirklich. Okay, dann rede ich einfach weiter mit dir und hoffe, dass sie es vergisst. So, Nein. ich geh jetzt. Nein, wir bleiben jetzt Lumin weg. hier. Na, lass Lumin schlafen. Wir warten einfach und wenn sich hier was nähert, werden wir es ja mitbekommen. Dann müssen wir jetzt nicht in den Wald gehen. Wir sollten lieber Also du meinst, du zusammenbleiben. bekommst das dann mit. Wenn ich was mitbekomme, dann ist es nie was. Wir kriegen das dann zusammen mit. Ton? Stelle ich mich da drüben an den Baum und halte es im Auge. Ja, das ist doch eine gute Idee. Aber wir sollten jetzt nicht die Gemeinschaft verlassen. Ich beobachte Vielleicht sie mal lieber nicht, dass sie doch noch in den Wald läuft oder so. ist es auch ein magisches Wesen. Elfen können ja zaubern, also vielleicht sind sie getarnt. Ich sie nicht irgendwie zum Stummen bringen oder zum Schlafen? Ich glaube, so Zauber habe ich nicht. Oculus Astralis. Und dem Mund schaut sie so in deine Richtung, hat so total milchig weiße Augen. Was? Dunkelsicht? Man hat dich wieder nicht gehört, Quali. Schaut er wieder zurück. Da drüben ist wirklich was. Okay, ich gucke auch noch mal dahin, wo sie hinguckt. Gleiche wie eben. Es ist magisch. Sehe es genau. Die Astralkräfte kann ich genau sehen. Okay, und was ist es für eine magische Kreatur? Das weiß ich nicht. Da müssten wir näher dran. Nein, wenn die magische Kreatur was von uns will, dann wird sie schon kommen. Wenn es gar keine Kreatur ist, sondern ein Drache. Ja, dann ist eh zu spät. Dann können wir da zu zweit hingehen oder auch nicht, aber dann ändert sich auch nichts dran. Also dann wäre es schon besser, wir sind zusammen. Für einen Drachen ist es ein bisschen klein. Aber es gibt auch kleine Drachen. Ist er 1,80? Mindestens? Ja, kommt hin. Wieso? Dann könnte es ein kleiner Drache sein, das stimmt, ja. Siehst du? Vielleicht ist es aber auch ein großes Eichhörnchen. Ein großes magisches Ein Eichhörnchen. 1,80 großes Eichhörnchen. Ja, oder ein Grizzlybär oder so. Ja, ein magischer Grizzlybär. Ein magischer Grizzlybär. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Dann ist es kein Nagel. Es ist eindeutig magisch, was da hinten ist. Ja, das wird sich schon bemerkbar machen. Ja, hat es doch schon. Ich hab's doch gesehen. Ja, vielleicht ist es ja friedlich und beobachtet uns einfach nur. Und was ist es, wenn es jetzt denkt, ey, jetzt habe ich mich so deutlich gezeigt, warum kommen die nicht, die Idioten? Warum sollte das mit uns
reden wollen. Wer weiß, wie die kommuniziert. Also vielleicht ist es ja eine Dryade oder ein Biestinger. Vielleicht ist es auch ein Vampir. Oder das, ja. Dann sollten wir uns da erst recht nicht nähern. Zumindest nicht ohne Waffen, und sie greift nach ihrem Stab. Ruft dann so, komm raus, ich hab dich gesehen. Nicht so laut. Weil sie direkt neben Lumins Hängematte steht, wacht er davon auf. Oh, was ist denn los? Adapter-Tasse sieht irgendwelche magischen Traumwesen im da Wald. Drüben ist ein magisches Etwas. Was? Lumin pellt sich raus, fällt halb aus der Matte, weil ein bisschen schlaftrunken. Wenn du in Richtung Adapter-Tasse guckst, sie hat schlohweiße Augen. Was für ein Zauber habt ihr? Wie? Wann? Habt ihr einen Zauber gewirkt oder sind eure Augen... Seid ihr vielleicht Natürlich habe ich einen Zauber gewirkt. Okay. Okay. Lumin, würdet ihr aufpassen auf die Gruppe und ich gehe kurz mal mit Adapter Tassia nach diesem magischen Fabelwesen gucken. Lumin guckt sich um, aber ich sehe nichts. Ich auch nicht, aber... Ich denke, ihr könnt in der Nacht gucken. Ja, ich sehe trotzdem nichts. Ach so, ja, oder ihr geht da mit ihr dahin und guckt, in was da ist. In den dunklen Wald? Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, sag ich ja. Ach, jetzt kommt schon. Also, da drüben ist was Magisches, oder was? Ja, ich sehe es genau. Oh, verflucht. Okay. Lumin. Shayaril hat Angst, aber wir beide kriegen das hin. Ich halte das für sinnlos. Lumin nimmt sein Schwert, packt es sich in sein Schwertgehänge und kniet sich nieder, nimmt eine Fackel. Nee, nimmt dieses Stück Wolle mit und zieht, falls da doch eine Gefahr ist. Wolle? Ich will was sehen können. Und ja. Macht eine Fackel an. Ja, wenn du dann mit Feuerstein und Stahl da rumhantierst und klock, klock, klock. Und auf jeden Fall Aricio davon wach, weil ich glaube, der hat so eine. Ja, nee, also folgendes passieren. Er macht da klock, 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 klock und irgendwer packt ihm einfach nur einer ans Handgelenk. Er dreht sich um, sieht Aricio, der ungefähr solche Augenringe hat, ja, ihn echt tadelnd anguckt, von ungefähr so weit entfernt. Deswegen siehst du das überhaupt nur so. Mach doch das Minilicht an. Und dir einfach den Stein aus der Faust rausnimmt. Ich glaube, den behalte ich erstmal. Ich muss was sehen können. Adapter Tassia hat etwas im Wald gesehen. Lass mich jetzt schlafen. Sonst bin ich so schlecht drauf, dass wir echt ein Problem kriegen. Mach doch diese Lichtkugel an. Das ist doch vielleicht besser. Ach, aber jetzt ganz auf einmal klein. Darf ich. Warum könnt ihr uns nicht einfach schlafen lassen? Wo ist das Problem? Sie sind irgendwelche magischen Dinge im Wald. Ja, da drüben ist was Magisches. Ja, und? Wir sind in einem Elfenwald. Ja, faszinierend, nicht wahr? Ja, ihr meint, es wäre vielleicht ein Drache. Und sollte dann zu einem Drachen Eichhorn. Ich glaube eher, es ist ein Biestinger. Ja, aber wo wollen wir da hin? Ich glaube, Adapter Tassia macht nie wieder eine Nachtschicht. Okay, Aricio, geh schlafen. Ich versuche das leise zu klären. Danke. Bitte nehmt die Wolle mit und zieht, wenn irgendwas ist. Ich gebe Adapter Tassia dieses Stück Wolle und naja, bind das um sie rum. Adapter. Lumin guckt Adapter an, legt beide Hände auf ihre Schultern. Ja. Mhm. Seid euch sicher, dass ihr mitten in der Nacht in einem Wald durch den Wald laufen möchte, wobei wir genau wissen, dass es hier Elfen gibt, die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind? Was sollen wir denn sonst machen? Warten, bis es uns zerfleischt? Aufpassen. Also ihr meint, dort wäre was Gefährliches, Magisches. Ich habe nicht gesagt, dass es gefährlich ist, aber wenn es ein Biestinger ist, die können ziemlich garstig sein. Was ist ein Biestinger? Ein Feenwesen. Okay, wie weit ist es entfernt? Da seht ihr da hinten den Schatten, den langen? Ich gucke mich in dem dunklen Wald um. Welcher von den Schatten? Der ganz da hinten. Bevor alles in kompletter Dunkelheit verschwimmt. Ich sag einfach mal ja. Da müssen wir hin.
Also kurz vor dem Brand, wo es komplett stockduster wird, da müssen wir hin. Haltet ihr das für eine gute Idee? Kann ja Licht machen. Ich glaube, Shayari hat eben gesagt, ich darf. Aber dann sind wir ein Leuchtfeuer für jeden, der im Wald ist, wenn wir nicht sowieso Ja, schon und ich entdeckt musste wurden. meine Magiesicht ausmachen, dann ist auch blöd. Also versucht vielleicht tief durchzuatmen und euch hinzusetzen. Und ich mache Doch, die ich kann mich Restnacht hinsetzen. mit Shayariel zu Ende und ihr versucht zu schlafen. Aber ich Und will ich wissen, passe was das auf. ist. Seid ihr so Habt ihr versessen auch darauf? Angst? Ich gehe dann alleine. Könnt ihr hier bleiben? Ich lasse euch nicht alleine in den Wald gehen. Dann kommt mit und geht vor. Und Lumen schüttelt nur so ein bisschen den Kopf, guckt so ein bisschen hilfesuchend zu Vorsicht, Ast! Shayariel und geht aber ihr hinterher. Verfluchte Kacke. Das ist sogar mehr als ein, das sind mehrere. Dann sollten wir erst recht davon fernbleiben. Sind wir schon ein paar Mal wieder gelaufen, jetzt kommt schon. Adepter, wahrlich, wenn dort mehrere magische Wesen sind, sollten wir nicht die Gefahr so dermaßen suchen, dass wir uns von der Gruppe trennen, damit sie uns leichter überwältigen können. Ich kann ja dann an dem Wollstück ziehen, dann weiß Shayaril, dass wir in Schwierigkeiten sind. Bis dahin sind wir dann vielleicht auch schon tot. Also er Nein, packt sie nein, nein, tatsächlich an den nein. Ar am Ich Arm. habe Das ist ein Gardianum unvernünftig. eingespeichert im Stab. Das ist schön für euch. Hilft mir das? Ja, wenn Und er sich hinter mich stellt. ist das ein Schild, der alles aufhält? Oder was ist ein Ja, Gardanium? fast alles. Was heißt fast alles? Also so Drachenfeuer glaube ich nicht. Okay. Aber Pfeile, Ja, magische ja. Wesen, hält alles auf. Mhm. Was ist, wenn sie plötzlich raus? Also ihr sagt, ihr könnt uns schützen. Ich sehe sie doch auch. Wenn die was machen, sehe ich das sofort. Ich sehe sie aber nicht und ich bin Aber derjenige, ich. der euch gegebenenfalls schützt. Jetzt kommt. Das ist doch so unvernünftig. Ich dachte, ihr seid eine Magierin, ihr seid eine Denkerin und keine Ich ich. bin Wissenschaftlerin. Ich Aha. beobachte die beiden von Ferne und gucke aber auch immer den Rest des Waldes an, ob da nicht noch irgendwas kommt. Wunder, dass ihr in Weiden alle so unwissend seid. Weil wir nicht mitten im finsteren Wald rausgehen und uns irgendwelchen magischen Kreaturen offenbaren. Ich denke mal, wir sind vernünftiger als ihr anscheinend. Jetzt kommt, da hinten ist es doch schon. Lumen geht sehr widerwillig mit. Und das auch nur, weil er nicht Adepte allein im Wald rumlaufen lassen will. Er brecht dann irgendwann auf eine kleine Lichtung, auf der wirklich so ein, also du siehst es dann auch irgendwann, so ein leichtes, also ganz minimales Fluoreszieren ist. Habe ich sie jetzt auch was? Da drüben? Und Was wenn ihr ist das? an dem Waldrand euch dann hinsteht, auf diese kleine Lichtung seht, wo dieses Fluoreszieren ist, seht ihr mehrere Steine, also sowas wie Hinkelsteine, die in einem Kreis aufgestellt sind und leicht ein ganz, 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 ganz leichtes Licht von sich geben. Das Das sind ist eine keine Art. Wesen, das sind Steine. Das ist vielleicht eine Art Ritualkreis oder sowas? Faszinierend. Und dann der Tassia tritt auf die Ich Lichtung. halte sie, ich halte sie auf. Ja, was denn? Wir sollten dort nicht lang drauf gehen. Das ist vielleicht eine dieser heiligen Stätten der Elfen, wenn wir da drauf gehen und sie das Elfen als haben keine heiligen Stätten. Habt ihr dem oder wichtigen Magister Stätten oder Silberhahn nicht irgendwelche zugehört? Ritual, was auch immer. Auf jeden Fall würden wir jemanden wahrscheinlich auf die Füße treten, wenn wir einfach durch deren magisches Ritual-Dingsbums gehen. Ich guck's mir von außen an. Adeptatassia, ja, kratzt gefährlich weiter meiner Geduld. Jetzt zurückgehen. Kommt schon Ich klar. lasse euch nicht alleine. Dann lasst mich dieses Steinzeugs untersuchen. Vielleicht sind wir die ersten Menschen, die das sehen. Ist das nicht Wahrscheinlich auch die faszinierend? letzten. Und er versucht so ein bisschen, soweit der Flimflam zumindest reicht, irgendwie so die Umgebung im Auge zu behalten. Achso, Und sie hat die dürfte Hand jetzt einen an. Flimflam machen. Sie hat nur keinen gemacht. Ja, wir sind doch nicht einfach im. Also wir sehen ja nichts in dem Wald. Sie schon.
Ja, ich ja nicht. Dann würde ich dann sagen, mach gefälligst Licht an. Ja, dann hat sie eine Flimflange, aber dann sieht sie die magischen Sachen nicht mehr. Ja, ist mir dann ja egal. Ich werde ja nicht irgendwie... Also, die weiß ja die Richtung. Und wenn wir dann das Glühen der Steine sehen, dann kann sie ja nochmal umswitchen oder sowas. Aber dann würde ich mich halt beschweren, mach's Licht wieder an. Das ist eindeutig nicht natürlich hier entstanden. Ja, ja. Ja, deswegen sollten wir nicht länger hier bleiben als nötig. Vielleicht ist es ein Feenkreis. Dann sollten wir nicht in die Mitte laufen. Dann sollten wir vielleicht gar nicht erst in der Nähe sein. Oder vielleicht gibt es hier, dann schaut sie sich so an, Druiden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir auch kein, ich habe auch keine Lust mehr, einen Fluch von einem Druiden. Könnt ihr Spuren lesen? Ich gucke auf den Boden, erkenne wahrscheinlich kaum unsere eigenen. Nein. Wir müssen ja morgen auf jeden Fall nochmal hin. Ja, genau, morgen. Exakt. Können wir gerne machen. Aber jetzt sollten wir wieder zurück zur Gruppe gehen. Na gut. Jetzt, okay. Jetzt weiß ich ja, was dieses magische Zeugs ist. Das ist gut, das freut mich. Steine. Magische Steine, genau. Leuchtende Steine. Ja. Könnt ihr jetzt gleich schön schlafen. Kommt mit. Oh, ich werde überhaupt nicht mehr schlafen heute Nacht. Ja, vielleicht lege ich mich dann noch ein Stündchen hin oder sowas. Kommt jetzt. Seht ihr, wie das Moos da dran lang wächst? Ja, kommt jetzt. Wir können morgen gucken. Und wird sie tatsächlich jetzt so ein bisschen bestimmt am Arm packen und ziehen. Lumen mag keine leuchtenden Steine. Ja, dann kommt er irgendwann zurück zu Shayariel. Und habt ihr eure magischen Eichhörnchen gefunden? Oder Drachen? Das sind oder Steine. Steine. Ja, leuchtende, ja. Steine. Ah ja, ja. Haben Elfen Ritualsteine? Meine nicht. Ich habe noch nie davon gelesen. Nicht, dass ich wüsste. Wie lange hättet ihr denn noch Wache? Wisst ihr das ungefähr? Das Stundenglas sagt, ja, nicht mehr lange. Also solltet ihr nochmal versuchen zu schlafen. Wir haben ja morgen noch einen weiten Weg vor uns. Ach, ja, könnt euch wieder schlafen? Ich kann eh nicht schlafen. Ich bleib wach. Adepta, ihr seid anstrengend. Warum? Ihr seid anstrengend, weil ihr ständig unlogische Dinge vorschlagt. Unlogisch? Unlogisch? In einen dunklen Wald zu gehen, wo wir uns nicht kennen und wo wir wissen, dass es wahrscheinlich Elfen gibt, die uns nicht wohlgesonnen sind, ist unlogisch? Ja. Nein, Adepta, ihr seid der dümmste, klügste Mensch, den ich kenne. Ich versuche mal weiter den Wald. Ich drehe mich mal weg und beobachte den Wald. Für diese menschlichen Romantereien, die kann ich da nicht nachvollziehen. Da ist nichts romantisch gerade dran. So, also. Wo ist Shayariel hin? Verdammt, ich weiß es nicht. Shayariel? Ja. Dort. Riccio wird davon wieder wach. So. Oh, es ist wie auf so einer, so, wenn so junge Elfenkinder irgendwie das erste Mal im Wald sind, so mit 3 Jahren oder so. So kommt mir das vor. Junge Elfenkinder, so mit 30 oder so. Was? Zwei, drei Jahren, so vielleicht. Gott. Meint ich, würde als Elfe durchgehen? Ja, mit diesen Puscheln bestimmt. Graspuscheln an Ohr. Mit den Moosdingern, ja. Mhm. Ich prüfe mal die Sanduhr, den Zeitmesser. Was schätze ich, wie lange noch ungefähr? Lohnt es sich noch zu schlafen? Oder? Nein. Nein. Ich werde dann auch mal wach bleiben. In dem Moment geht ein Riesengeschnarche los, weil irgendwie ein Adeptus... Magister Silberhaar sich umgedreht hat und jetzt geht's so.
Okay. Lumen wird da ihr. Pfeifenkraut. Ihr zwei passt ja jetzt momentan auf, richtig? Mhm. Hervorragend. Lumen würde anfangen, etwas. Lumen würde anfangen, etwas Morgensport zu machen. Ein paar Liegestütze, Sit-Ups. Wenn er damit fertig ist, irgendwann vielleicht noch ein bisschen das Schwert ein wenig schwingen und ein wenig üben. Kann ich das Licht wieder ausmachen, Lumin? Ja. Gut. Das geht schon. Im Dunkeln. Ich bin zunehmend verzweifelt und stelle mich wieder ein bisschen Richtung Waldrand und beobachte. Sollen wir Magister Castellani wecken? Also wenn wir jetzt alle drei vor, also Shayariel, ihr könnt euch gerne wieder schlafen legen. Ich weiß nicht, ob ich euch beide hier alleine lassen kann. Der Magister wird ja gleich geweckt. Noch so ein Magier. Okay, ich lege mich wieder hin. Es ist in Ordnung, ihr macht das. In der Hoffnung, dass ihr in der nächsten Nacht so müde seid, dass es einfach adaptet, hast ja gar nicht Nachtschicht macht. Eine Nachtschicht brauchen. Ja. Wie gesagt, Lumen wird so ein bisschen seinen Morgensport machen. Ich gucke etwas besorgt zu Adepta. Es können aber keine Zauber losgehen, wenn er irgendwie im Schlaf murmelt, oder? Kommt drauf an, was er träumt. Aber ich glaube, er hat sich unter Kontrolle. Eigentlich sollte das nicht passieren. Eigentlich und sollte gefallen mir in einem Satz nicht. Also sagen wir so, es ist in den letzten 20 Jahren nicht passiert. Dann hoffen wir, dass es auch noch ein, zwei Jahre weiterhin nicht passiert. Aber vor 20 Jahren ist es passiert, ja? Also ich habe mal eine Geschichte gehört. Ja. Einige der Kleinen, also der Neuen, der Magieschüler, die machen das manchmal, weil sie mit der Magie noch nicht umgehen können. Ha, beruhigend. Aber ihr sprecht hier von Magister Silberhaar, nicht von einem Anfänger. Ich spreche von einem verwirrten alten Mann, zumindest teilweise. So verwirrt ist er gar nicht. Er ist alt. Ich habe ihn anders kennengelernt. Er ist die Koryphäe überhaupt auf dem Gebiet der elfischen Magie. Wenn er seine klaren Momente hat, bestimmt. Ja, manchmal hat er so seine, aber dann bin ich ja da. Wenn er dich nicht hätte. Aber er hat mich ja. So haben es die Zwölfe gefügt. Ist doch gut. Die Sünde sei Dank. Solange er nicht weiter in dunkle Wälder geht, die ihr nicht kennt. Doch, das werde ich. Das ist der Sinnesauftrag. Wir müssen alles herausfinden und ja. Und das nächste Mal könnte man das vielleicht tagsüber machen. Wenn alle aufeinander aufpassen können. Du bist gemutet, Quadi. Wenn es ein Drache gewesen wäre, hätte uns das Warten ja nicht. Wir wussten ja nicht, dass es Steine sind. Ich gehe davon aus, ein Drache hätte entweder Hunger und würde uns fressen oder er hätte keinen Hunger und würde über uns hinwegfliegen oder an uns vorbeigehen, was auch immer. Aber nicht, er legt sich auf. Schau mal, Snorri. Sieht der nicht ziemlich friedlich aus? Nicht dieser verbissene, Thorwaldsche Gesichtsausdruck, den er sonst hat. Ist meistens so der Fall, wenn man schläft, oder? Ja, ist mir noch nie so aufgefallen. Mögt ihr Snorri? Ist okay. Dann viel Spaß beim weiteren Beobachten. Soll die Frage eigentlich? Magst du Snorri? Ich glaube, er hat ein paar gute Züge. Ich bin ja nicht im Weg, also. Nein. Nein. Zu alt und grinst dabei und macht weiter. Aha.
Weißt du, deswegen sind auch Elfen so faszinierend. Was meinst du, wie alt Shayaril ist? Da sieht man das Alter nicht. Niemals? Ist dann egal, also wenn Snorri, wenn man Snorri seinen Eltern nicht ansehen würde, was würdest du dann oder würdest du nicht? Nein, das ist nicht so mein. Das ist nicht mein Ufer, weißt du? Oder ist es. Ach so, ja, okay. Na gut, wenn Snorri eine Frau wäre und man ihr, ihr das Alter nicht ansehen würde. Also wäre Snorri gut aussehend und eine Frau, dann würde ich es mir überlegen. Also Snorri sieht doch eigentlich so für einen Mann. So. Lumin hört auf mit seinen Liegestützen, setze ich jetzt hin. Also wenn euch Snorri so gefällt, dann guckt doch auch, ob's Charakter nicht passt. Ja. Immerhin bringt der Iber was bei. Also ist er anscheinend wissbegierig. Wissbegierig ist er ja. Er ist schon ziemlich weit, ist schon ziemlich weit gekommen beim Entziffern seiner Stiefelschrift. Und das ist doch im Sinne der Sinne. Das sowieso. Und auf seine alten Tage und immer noch so wissbegierig ist doch schon mal nicht schlecht. Der kann bestimmt viele Geschichten erzählen. Das ist richtig, ja. Also vielleicht. Ich meine, wir sind noch auf einer langen Reise. Und es kommen bestimmt auch noch kältere Nächte. Also vielleicht was. Naja, wenn er euch gefällt, steht ich nicht im Weg. Moment, jetzt dreht die ganze Sache nicht rum hier. Ihr wolltet doch. Es ging um euch und nicht um mich. Nein, nein, dann haben wir uns missverstanden. Und macht mit seinen Liegestützen weiter. Nein. Nein. Was ist denn mit Ariccio? Gefällt er euch? Ja, also. Ist nicht, der zieht seine Kapuze immer so tief ins Gesicht. Naja. Ich Wartet gehört, mal. Dann geht's rüber zu Ariccio und zieht wieder die Kapuze hoch. Seid ihr? Ariccio liegt nicht mehr da, wo er eigentlich liegen sollte. Ariccio ist weg. Was? Ariccio ist weg. Ich gehe zum Bett. Guck. Du hast wahrscheinlich da irgendwie nur so einen Mantel hingelegt oder so. Ja, aber da liegt nichts mehr davon. Ich guck mich um. Sehe ich irgendwas? Wahrscheinlich nicht, weil es dunkel ist. Es ist Wald. Dunkel. Mach nochmal diese Lichtkugel auf niedriger Stufe an. Flim, Flamm, Funkel, Licht ins Dunkel. Das reimt sich schön. Ich gucke mich um. Sehe ich eine schlafende Persönlichkeit, die vorher nicht irgendwo da lag? Warte mal, Ariccio wollte doch irgendwie im Baum schlafen oder so. Ich guck mal nach oben. Sehe ich dich irgendwo oder? Ja, ich liege in deiner Hängematte. Der Sausack hat meine. Ich bin ja geneigt, einen Schuh zu werfen, weil die so laut sind, diese Menschenwesen, wenn sie da quatschen und durch den Wald laufen. Wenn ich aber noch leiser rede, kriegt mein Mikro das nicht mit. Psst, jetzt seid doch mal leise. Wir müssen schlafen. Ariccio war eben weg. Ja, aber ihr weckt den ganzen Wald auf. Außerdem mag Lumin Snorri, aber will es nicht zugeben. Was? Ich würde vorschlagen, ich stehe jetzt nochmal auf. Legt ihr euch doch nochmal hin und wir wecken jetzt die letzte Schicht. Adaptatasse, geht doch nochmal schlafen. Ich bin die letzte Schicht. Ja, aber Hilberto Castellani noch? Ja, das ist korrekt. Mhm. Also, versuch. Magister Castellani. Oh. Adaptatasse, geht doch einfach schlafen. Die Nacht ist doch schon. Jetzt, soll ich ihn wecken oder nicht? Ich kann ihn wecken. Macht ihr das halt. Gute Nacht, Adepta. Gute Nacht. Gut, dann gehe ich zu Castellani und wecke ihn vorsichtig und gucke, ob es jetzt ruhiger zugeht und dann ja, schlafe ich vielleicht auch nochmal. Der zieht so seine Schlafbrille hoch. Hab ich was verpasst? Eure Schicht beginnt. Ah, sehr gut, ja. Mhm, ja. Lumin ist schon wach und wartet auf euch. Perfekt, ja. Gut, ich lege mich nochmal hin. Ja. Lumin. Schau vorher, ob nicht Adaptatessa irgendwo in meinem Bett liegt, weil sie denkt, das ist lustig oder so. Dass wir hier so einen Bettentausch machen.
Nee, sie liegt aber in der Nähe von deiner Schlafstätte. Ja. Hier, Hilberto. Ja, was denn? 92, 93, 94. Okay, ich ziehe weiter. 95, 2, 3, 4. Ach, eure komm weiter. Spannend. Ja. Und dann musst du machen. Fünf, ja, natürlich. Achso. 20, 19, 18, 17. 17! Ah, komm, 100. Perfekt. Also ich habe 110 gezählt. Ja. Was passiert während der Wachen vorher? Der Tassia ist ausgetickt. Wiefern? Sie wollte in den dunklen Wald und ist das auch gegangen, hat irgendwelche leuchtenden Steine gefunden. Leuchtende Steine? Ja, müssen wir morgen wahrscheinlich nochmal hingehen, dann könnt ihr euch das selber anschauen. Hat sie gesagt, was es ist? Das ist irgendwas mit Ritualkreis oder so. Ritualkreis? Gucken wir uns morgen an, dann seht ihr es. Sie haben auf jeden Fall im Dunkeln geleuchtet, das habe selbst ich gesehen, ohne magischen Klimbim. Das heißt, sie waren aktiv? Was auch immer das bedeutet. Nein, ich gehe jetzt nicht nochmal in der Nacht mit dir dahin. Welche Richtung war das? Bis zum Nein, du musst schon bis Sonnenaufgang warten. In welche Richtung war das, Lumin? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Hilberto, entspann dich, wir gehen morgen hin und gucken uns das an. Lumin, in welche Richtung war das? Ich möchte nicht mit dir schon wieder die Gruppe verlassen. Ich frage noch einmal im Frieden. Also sie hatte sie von hier aus gesehen. Reicht euch das? Und wir gehen morgen hin. Ich möchte die Gruppe nicht alleine lassen. Hinterher ist sie schutzlos. Und wenn Alricio wegen dem Kram schon wieder aufwacht, dann dürft ihr das morgen den ganzen Tag ausbaden, nicht ich. Ist euch schon ich habe sogar das Gefühl, er war kurz davor, sein Messer zu ziehen, als er eben mit mir gesprochen hat. Wenn ein Ritualkreis hier ist, dann sind hier bestimmt auch welche, die den nutzen. Besonders, wenn er schon aktiv ist. Das heißt, wir sind in Gefahr? Mhm. Ach, verdammt. Shayariel, ihr seid doch bestimmt noch wach, oder? Ich bin noch wach. Adepta. Ihr redet so laut, da kann man ja nicht schlafen. Okay, vielleicht, also ich würde jetzt Adepta Tassia hier lassen. Ich weiß nicht, dann gehe ich mal mit Herberto zu diesem magischen Steinbums. Lumin. Ja. Warte mal hier. Adepta Tassia. Ihr seid in den Wald rausgelaufen, einfach so. Mhm. Schön, ich habe dann so einen Kreis gefunden. Und ja, zeigt mir mal eben hier eure Aufzeichnung. Ja, guckt hier. Ich habe es genau aufgemalt, wie die Steine aussahen. Somni Gravis. Und Adepta Tassia schläft ein. Das ist gut. Das nächste Mal macht ihr die nächste Wache von Adepta Tassia, dann könnt ihr sie direkt schlafen legen. Wehe, er sagt doch nur ein Wort zu ihr, dass ich sie hab schlafen lassen. Diese magischen Zauber hätte ich ja auch gerne. Ah, vielleicht kann ich doch mal was von Menschen lernen. Ja, gerne, doch. Und Hilbertus, in die Richtung war es. Überleg doch mal kurz. Nee, doch, die Richtung. Ihr holt euch jetzt ein paar Stöcke draußen, ein bisschen Totholz, was wir eben gesammelt hatten, und bastelt ein paar Fallen. Was für Fallen? Hier ein paar Stricke aus meinem Rucksack. Stolperfallen. Irgendwas, was Lärm macht, wenn etwas von dieser Richtung kommt. Okay. Los! Gut, Lumin tut, wie ihm geheißen. Ich helfe mal mit, ich bin ja jetzt eh wieder wach. Ritualkreis. Ja, was weiß ich aus rausgekommen. Betet zu Rondra, dass es kein Dämon ist, den sie dort beschworen haben oder so. Es war ein angenehmes Leuchten, hat das was zu sagen?
Nein. Okay. Dass das ja sich jetzt nicht genauer angesehen hat. Das war vielleicht ich schuld. Inwiefern? Ich habe sich für sinnvoll gehalten, mit dem dunklen Wald alleine mit einer kleinen Adepta irgendwelche magischen Ritualkreise zu beobachten, sondern wollte damit wieder zurück ins Lager. Irgendwie verständlich. Aber auch, naja, ihr solltet ihr schon vertrauen. Schließlich sind wir noch länger auf Reisen. Aber es macht keinen Sinn. Okay, gut. Eure Expertise vertraue ich, aber von einer Adepta noch nicht. Verstehe ich. Also muss sie erst ihre Abschlussprüfung machen, damit sie bei euch. Ich meine, sie kümmert sich um. Eigentlich ist sie die rechte Hand eines Akademieleiters. Da wirst sie nicht ohne einfach so. Überleg das mal. Okay, nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz schreibt sich alles bei mir in einen Wald, wo man kaum was sehen kann, wo wir wissen, dass Elfen sind, die nach uns suchen und uns vielleicht auch Pfeile in den Rücken schießen und wo es wilde Tiere gibt Für die Zukunft. und noch einen magischen Ritualkreis gibt, halte ich es nicht für sinnvoll, dann in so einen Zeitpunkt zu gehen, wo man nicht weiß und wo die ganze Gruppe oder die halbe Gruppe schläft, dort irgendwelche Studien zu machen. Für die Zukunft. Lasst sie schauen und schützt ihren Rücken. Und wenn irgendwas ist, weckt mich. Oder Herrn Silberhaar. Na gut, wie ihr meint. Eine zweite Meinung kann wissenschaftlich nie schaden. Aber wenn da irgendwas Magisches ist, was sie untersuchen will, dann ist sie die Expertin und du nicht. Wir hatten das Gespräch schon mal. Das ist richtig. Damals hast du mir auch nicht vertraut. Wir kannten uns auch noch nicht gut. Ja, du kennst Tassia nicht genau. Ich habe schon ein paar Menschen müssen. Veröffentlichungen von ihr gelesen. Die ist eigentlich ziemlich brillant. Ich nicht. Auf ihre Weise. Also wollt ihr jetzt zu diesem Ritualkreis oder nicht? Ich vertraue eurer brillanten, kriegerischen Meinung und halte mich heute Nacht davon fern. Und vertraue, dass wir unsere Fallen hier aufstellen und wenn irgendwas aus dieser Richtung kommt, kriegen wir es mit. Na dann. Und ich bastel da was und hoffe, dass es gut geht. Gegebenenfalls lasse ich das von Charariel nochmal überprüfen. Ich passe mit. Gucke. Im Prinzip spannt er nur ein Seil von einem Baum zum anderen, das so ein bisschen in der Luft hängt und hängt da ein paar Äste oder lehnt ein paar Äste dran oder sowas, dass wenn man da irgendwie gegentritt, das dann irgendwie raschelt oder so. Ob es laut genug ist oder nicht, wird sich im Zweifel zeigen. Gut. Der Rest der Wache verläuft relativ unspektakulär. Oh, ich glaube, es wird hell. Wecken wir mal die anderen. Wickst du Snorri? Ich wecke Okay. Silberhaar. Okay. Also, Ariccio wecke ich auf jeden Fall nicht. Wer weckt Adapter Tassia? Wenn du schon fragst. Geh zu Snorri. Und, leg meine Hand auf deinen Brustkorb und rüttel so ein bisschen. Hey, Snorri. Ja. Die Sonne geht auf. Morgen, morgen. Guten Morgen. Und wie war die Wache? Ein paar ma Irgendwas magische, passiert? ein paar ma magische Ritualkreise, ansonsten ruhig und geht. Kommentarlos. What? Ich wecke mal Adapter Tassia. Prajos zum Gruße. Guten Morgen, ihr seid über eure Aufzeichnungen eingeschlafen und wart wohl doch müde. Wie konnte das Und denn passieren? jetzt ist schon der neue Tag. Aber fängt schon mal gut an, der Tag.
Ich gehe dann auch mal schnell wieder. Menschen, Lumen merkwürdige steht tatsächlich so Geschöpfe. in der Nähe von Alricio, von seiner Hängematte, und überlegt gerade. Oh. Ich gehe tatsächlich, atmet einmal durch und geht dann zu ihm. Guten Morgen. Und würde dich auch wecken. Guten Morgen, Alricio. Meine Augen gehen sofort auf. Ich gucke dich an und grinse. Einen wunderschönen guten Morgen dir. Ha! Hast lange genug geschlafen, habe ich doch mal Glück gehabt, ja? Oh, sehr bequem jetzt. Ich Zu weiß. diesem. Ich habe mir die Hängematte nicht umsonst geholt. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem du mich nochmal um ein Drittel meiner Nacht gebracht hast, schlafe ich jetzt einfach bequem den Rest. Vollkommen Super in Sache. Ordnung. Meine Hängematte ist eure Hängematte, wenn ich sie nicht brauche. Die hingen da so herrenlos rum. Ja. Dann. Gut, Frühstück. Gerne. Ich habe hier so ein paar Beeren und so Kräutertee, der vielleicht belebend wirken könnte. Hört sich gut an. Leben klingt gut. So, mein eines Auge ist ein Auge ist auf, das andere ist. Bam, meine Nacht war leider auch kürzer, als ich dachte. Also ich habe sehr gut geschlafen, mein Silberhaken. Ja, Ja, manche wenigstens einer. Leute. Manche Leute haben die Nacht halt etwas länger gemacht und guckt etwas in Richtung Adeptatassie und kümmert sich dann um seine Sachen und macht Ich seine bin in Hängematte meinen ab. Notizen eingeschlafen. Ja, seid ihr am Anfang auch, als ihr noch Zeichnungen machen wolltet. Und beim zweiten Mal anscheinend auch wieder. Ich habe Also. hier noch so Pastillen, die helfen gegen Erschöpfung. Also falls da jemand was braucht, hätte ich hier was. Nein, ich denke, das ist schon okay. Ja. Sollten wir uns diesen magischen Steinkreis nochmal angucken gehen? Ich denke, Magischer da Steinkreis. werden unsere Magier nicht abzahlen sein von. Ich habe es befürchtet. Aber es war glücklicherweise ja nicht weit. Ja. Ja, ich denke, wir haben jetzt die Zeit noch zum Frühstücken auf jeden Fall. Genau, frühstücken Wir können jetzt ja und schnell dann, frühstücken. wenn nach dem Frühstück und den Kräutern, können wir uns mal diesen Kreis angucken. Sollten wir, meint Castellani, sollten wir. Shayariel vielleicht, kannst du ja sogar was dazu sagen. Vielleicht ist er ja von deinem Volk. Unwahrscheinlich, aber. Ihr habt keine Steinkreise? Also, wenn die Waldelfen jetzt nicht ganz anders sind als wir Auelfen, dann eher nicht. Ach, wir Menschen untereinander sind auch sehr unterschiedlich. Naja. Andererseits, warum sollte in einem waldelfischen Gebiet überhaupt so magisches Ritualzeugs stehen? Naja, wir werden es sehen. Lass es uns auf jeden Fall nach dem Essen untersuchen. Ja. Ja, dann esst ihr in Ruhe und dann machten sich die Magier daran, in die Richtung des Steinkreises aufzubrechen. Der ist ja nicht so weit weg. Und jetzt im Hellen fällt, weil es ja auf einer Lichtung ist, fällt auch ziemlich viel von Sonnenlicht irgendwie auf die Lichtung. Man sieht auch gar nicht dieses Leuchten mehr, was man in der Nacht halt sehen hat können. Und die Magier machen sich direkt an eine magische Analyse. Irgendwelche Okay, ich behalte merkwürdigen Haare. die Umgebung ein bisschen im Auge. Ich steck Lumin mal wieder seinen Feuerstein zurück in die Tasche. Hier, bitteschön. Kannst du wahrscheinlich noch gebrauchen. Ja, bestimmt. Ja, wenn Lumin die nähere Umgebung durchsucht, dann findest du zwischen den Bäumen in der Nähe des Steinkreises weitere Steine, auf die so vom Gestrüpp überwuchert sind, fast schon, die so leicht so noch im Erdreich zu erkennen sind. So,
läufst da so ein bisschen dran lang und irgendwie erinnert es dich so an Fundamente. Einem Haus oder so. Vielleicht ein Turm. Ich versuche mal so ein bisschen mit dem Fuß so ein bisschen mal ein paar Wurzeln wegzumachen, um irgendwie versuchen, also je nachdem, wie großflächig das alles ist, würde ich mal gucken wollen. Hat schon so die Fläche von einem größeren Haus. Mhm. Irgendwelche weiteren Mauerstücke noch oder wirklich nur das Fundament? An dieser Stelle erstmal nur das Fundament. Okay. Shayariel? Ja. Steinhäuser baut ihr wahrscheinlich weniger, richtig? Nein, wir haben nur Waldhäuser aus. Vielleicht haben wir hier eine Turmruine gefunden. Aber ja, hatten wir in dem Traum nicht eine Turmruine gesehen? Ja, da war doch eine Turmruine. Ja, ich erinnere mich. Die war aber doch mehr als nur das, was ich hier gefunden habe, oder? Also der Traum war da nicht so eindeutig. Es kann ja auch vergangene Erinnerungen gezeigt haben. Also ob das Vergangene oder die Gegenwart oder die Zukunft war, kann ich dem Traum nicht entnehmen. Aber wenn hier schon ein Steinhaus ist, könnte vielleicht der Turm ganz in der Nähe sein. Lumin guckt sich mal um und schaut mal, ob er irgendwie eine Erhöhung findet. Also klar, er kann auf Bäume klettern oder sowas, aber ob er irgendwo vielleicht ein bisschen Übersicht haben kann. Vielleicht ein leicht zu erkletternder Baum oder sowas. Dass er mal ein bisschen gucken kann von oben, ob er was sieht, wenn der Wald nicht allzu dicht ist. Ja, der ist schon relativ dicht wieder, also ziemlich schnell wieder ziemlich dicht. Also da müsstest du schon auf einem ziemlich hohen Baum klettern. Das ist jetzt irgendwie nichts, irgendwie was aus deiner Sicht einfach wäre. Vielleicht schafft Shayariel das besser. Ja, nee, also ich würde jetzt auch nicht das Risiko eingehen, auf einen hohen Baum zu klettern. Aber ich schaue mich mal ein bisschen großflächiger im Wald um. Schaue aber immer, dass ich irgendwie so ein bisschen Sichtkontakt habe, dass ich mich nicht irgendwie verlaufe, weil ich bin ja tatsächlich nicht wirklich erfahren, so was Wald angeht. Und guck mal, ob ich vielleicht irgendwie noch weitere Anzeichen von Häusern oder irgendwas in der Richtung finde. Aricio und Snorri helfen? Oder? Zumindest werdet ihr mitgekriegt haben, dass ich Shayariel gefragt habe nach Steinhäusern. Und ja, der da auf dem Boden irgendwie mit dem Fuß rumgestochert haben. Also wenn er da irgendwie sich die Bäume anguckt, dann werde ich ihn wahrscheinlich auch ansprechen. Sag mal, Lumin. Ja. Versuchst du die Bäume auseinanderzuhalten oder willst du da hochklettern? Nein, ich habe überlegt, eine Übersicht, also beziehungsweise eine Übersicht zu bekommen, weil dort unten, also weiß ich nicht, vielleicht gerade auf der kleinen Erhöhung oder so steht Blumen, ist anscheinend ein Fundament von einem Haus. Vielleicht ist die Turmruine hier irgendwo in der Nähe. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, da hochzuklettern. Deswegen wollte ich mich erst hier im Umkreis ein wenig umschauen, ob ich weitere Fundamente finde oder vielleicht Anzeichen auf den Turm. Was sagt denn der Torwalsche Baumeister dazu? Ja, es ist kein Schiff. Genau, es ist kein Schiff, aber wer weiß, vielleicht sieht man von oben noch irgendwo Turmreste. Ich glaube aber nicht, dass wir ganz nach oben klettern sollten. Sollte da irgendwas abbrechen oder... Ich kann gern versuchen, höher zu klettern ein Stück. Also wirklich, ich kletter da sofort den Baum hoch. Okay. Ja. Okay, aber passt, wir können keinen brauchen, der ein gebrochenes Bein hat. Aber in der Tat bin ich halt sonst tatsächlich alles, was auf festem Boden steht, das kann ich nicht so gut bauen. Und das sind ja Steine. Wie ein kleines Äffchen klettert Aricio den Baum hoch. Oh, Fex leiten wirklich seine Schritte. Ich würde mal schauen, ob ich Tiere in der Nähe habe, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann, um zu erfahren, ob die etwas wissen von diesem Ort. Mhm. Oder irgendwie was über die Umgebung verraten können, über einen Zauber. Also Tiergedanken. Wie sieht das aus, wenn ich fragen darf?
Also musst du tatsächlich zu einem Tier hin oder kannst du so, du hörst den in den Wind und hörst auf den Klang oder so? Es ist schon besser, wenn das Tier wirklich in der Nähe ist und ich mit dem auch kommunizieren kann. Wenn das zu weit weg ist, dann ist das halt auch schon wieder weiter. Okay, also du bist tatsächlich, du streunerst da irgendwo rum und suchst nach einem Tier, ja? Ich gucke, ob Tiere in der Nähe sind, die was wissen können. Shayabe Okay. findet als erstes einen Igel unter einer Wurzel. Super. Ich guck mal, ob der Igel irgendwas weiß zu diesem Steinkreis und der Umgebung. Was? Aber mit Igel reden, das ist immer so schwierig. Igel, weißt du etwas von diesem Steinkreis? Warst du hier schon länger? Ist hier irgendwas Magisches passiert? Magisch. Was ist das? Kann man das essen? Waren hier irgendwelche Wesen außer Tiere? Ja, was denn für welche? Rotpelze, Rotpelze. Kobolde. Wann waren die da? Spitzohren, Spitzohren und Rotpelze. Haben die gekämpft? Manchmal. Wie lange ist das her? Okay. Und gibt es hier einen Turm? Paar Mal fressen. Ah, gibt es hier einen Turm? Turm? Was ist ein Turm? Ein hohes Gebäude aus Steinen? Überall Ein Baum? Steine hier. So hoch wie ein Baum, aber nicht aus Holz. Ja. Ja? Wo ist das? Da hinten. Zeigt ihr mit dem Ich spüre Schnäuzchen dein. in eine Richtung. Gut, super, danke dir. Genau, ich werfe ihnen da irgendwie was zu fressen zu, eine Beere oder so, und dann gehe ich wieder zu den anderen. Lumen, also wenn du zu Hast du den keine anderen, so zu uns Käfer oder kommst. Würmer? Ich guck mal, ich guck, suche mir mal ein paar Würmer und Käfer vom Stamm und gebe sie dem Igel. Das ist lecker, Dankeschön. Dann gehe ich zurück zu den anderen und berichte, ja, also hier gibt es anscheinend Kämpfe zwischen Kobolden und Elfen, gab es in letzter Zeit. Und ja, der Turm, der ist da drüben. Aha, okay. Also Lumen steht unter diesem Baum und sieht irgendwie so seltsam aus, als würde er sich quasi bereit machen, zur Not Alricio fangen zu wollen oder so, was überhaupt keinen Sinn macht, aber zumindest hier, guckt er etwas besorgt, Alricio. Guckt er etwas besorgt da hoch. Ja. Was? Du weißt, wo der Turm? Alricio, komm da runter, wir wissen, wo der Turm ist. Ja, was sehe ich denn da oben überhaupt? Ja, du schaust so ein bisschen in die Umgebung und siehst dann, ja, sehr, sehr viel Gestrüpp, Bäume, klar, aber das Einzige, was dir merkwürdig auffällt, ist, dass in einer gewissen Schneise, würdest du sagen, weniger Bäume wachsen oder kleinere Bäume wachsen. Es zieht sich wie so eine Linie durch den Wald. Wusstet ihr eigentlich, dass es hier so eine richtige Schneise durch den Wald gibt? Eine Schneise? Ja. Von wo nach wo? Ist die gerade? Oder ist das eher so ein Relativ Zickzack? gerade, ja. Okay. Also wahrscheinlich kein Flussbett und deswegen einfach dünner bewachsen. Ja, ich beschreibe das einfach mal so, in welche Richtung das geht. Ist das so ungefähr unsere Richtung, so Südwesten? Eher Richtung Westen, ja. Okay. Ha. Okay, spannend. Aber Shayariel kann uns sagen, wo der Turm ist. Der Ich Igel zeig hat in die mal. gleiche Richtung Genau, gezeigt. das ist dieselbe Richtung. Dann scheinen wir eh dahin zu müssen. Wobei, ja. Okay. Spannend. Silberhaar kommt dann wieder. Irgendwie, wir haben die Analyse abgeschlossen. Faszinierend, faszinierend, Und muss ich sagen. hilft uns das irgendwie bei unserer Reise weiter? Ansonsten, wir wissen, wo der Turm ist. Also diese Steine sind, auch wenn es vorher so ein bisschen danach aussieht, keine richtigen Hinkelsteine, würde ich sagen. Also Ritualsteine, wie sie zum Beispiel Druiden benutzen. Was sind das denn für Steine?
Sieht so aus, als hätte jemand sehr alte Steine eines Bauwerks hier anders angeordnet aufgestellt. Aha, können das vielleicht große Steine sein? Seht ihr hier die Fugen zum Beispiel? Die sind, und hier ist sogar eine Inschrift. Eindeutig Staria, das alte Elfisch. Und was steht da? Ja, das ist ein Bruchstück eines, wahrscheinlich ein Name. Welcher? Lässt sich schwer sagen. Ich schaue auch mal hin, ob mir das was sagt. Kannst du Astaria? Also du kannst Istira, aber Astaria, das alte Elfisch? Ja, kann ich lesen. Dann ist es wahrscheinlich wirklich, also es ist kein vollständiges Wort, es ist auch nur so ein ganz kleines Fragment. Und wenn Silberhard dich nicht darauf hingewiesen hätte, dass das überhaupt da steht, hättest du es überhaupt nicht gesehen. So, so schlecht lesbar und erkennbar ist das. Ist wahrscheinlich wirklich, also ein Bruchstück von einem Wort musst du lange überlegen, eher nicht. Wahrscheinlich wirklich irgendwie ein Namensfragment. Seid ihr denn fertig mit der Analyse? Ja, es ist wie, zu uns, also zu Magister Castellanis Beruhigung kein magisches Ritual, das hier stattgefunden hat. Wenn ihr beschrieben habt, dass die Steine leicht leuchten, dann scheint es davon eher daran zu liegen, dass ein alter Zauber auf ihnen liegt. Und was für einer? Sehr gefährlich? Ich konnte elfische Magie erkennen, eine Art Schutzzauber. Aber schon längst verblasst und uralt. Nicht mehr wirklich intakt. Es sind nur noch die magischen Reste, die wahrscheinlich dieses Leuchten von sich gegeben haben. Okay, gut. Also können wir weiter, ja? Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Aber immerhin haben wir herausgefunden, in welche Richtung es weitergeht. Ah, inwiefern? Alrici hat wohl eine Schneise gefunden und Charayel, wie habt ihr herausbekommen, wo dieser Turm ist? Na, der Igel hat es mir erzählt. Ist das eine Redewendung bei euch? Bei euch nicht? Also redet ihr nicht mit Igeln? Nicht wer von klarem Verstand ist. Okay, ja, also ich habe mich mit dem Igel unterhalten und der hat mir gesagt, wo der Turm ist und hat mir auch erzählt, dass hier Goblins und Elfen miteinander gekämpft haben, vor nicht allzu langer Zeit. Vielleicht sind diese Steine hier ja Bestandteile des Turms. Ja, könnte sein. Aber dazu hat der Igel jetzt nichts gesagt. Igel können halt auch nicht so viel kommunizieren. Ich denke auch, dass Igel nicht besonders viel über elfische Bauwerke wissen. Es war schon schwierig, mit ihm über den Turm zu reden. Also es hat auch immer noch einen Igel. Unterhalten wir uns gerade ernsthaft darüber? Ich hätte lieber mit einer Krähe oder einem Raben gesprochen. Wir können menschliche Intelligenz, also das kommt näher ran. Klar. Adepta Tassia boxt Snorri so in die Seite. Snorri! Ja? Nicht einschlafen. Die Nacht war zu kurz. Und es ist auch, ich fand es auch sehr aufregend im Wald. Ist es nicht aufregend, dass Shayariel mit Igeln sprechen kann? Natürlich ist das aufregend, aber Elfen können halt. Was? Weißt du, sie kann mir das beibringen? Wenn es ein Zauber ist, vielleicht. Ist bestimmt ein Zauber. Stell dir vor, so ein süßer kleiner Igel. Tja. Du bist gemutet, Quali. Vielleicht, also, du kannst gar nicht zaubern, ne? Ich?
Mein erster Gedanke war, vielleicht bringt sie es dir bei, dann kannst du mit den Walen reden oder so, aber dann, wenn das ein Zauber ist. Ne? Gibt es in Torvald Leute, die mit Walen reden? Ach, es gibt vieles unter der Sonne. Vielleicht redet auch manche Godi mit Walen. Das könnte sein, ich weiß es nicht. Irgendwie scheint dich das nicht sonderlich aus dem Häuschen zu hocken. Wenn du schon so viele Winter gesehen hast wie ich. Verstehe. Aber es ist schon spannend. Aber ein Igel ist, ja, ist klein und rumpft an die Nase und naja, Ja gut, wenn sie ich auch mit finde einem Wale Bären auch reden kann. beeindruckend. Je größer, desto beeindruckender. Ne? Ich frage sie mal, ob sie auch mit großen Tieren reden kann. Aber jetzt Mach lass uns das. erstmal hier diesen Turm finden. Ja, das ist eine gute Idee. Lumen guckt immer noch ein bisschen ungläubig zu Schariel mit einem Igel. Womit redet ihr denn gerne? Mit anderen Menschen? Mit dir wegen mir noch. Aber mit Tieren? Warum nicht? Das ist doch am Ende dasselbe. Wir essen keine Menschen. Wir essen auch keine Igel. Und wenn wir uns Ach, ich darauf könnte. einigen, dass wir keine Igel essen? Das ist in Lumi? Ordnung. Igel sind niedlich, vermute ich mal. Ist aber auch so viel Richtig? Arbeit, jeden einzelnen Stachel rauszuziehen. Das ist. Könnte aber auch sein, dass sie stinken. Uiba, keine Igel essen, Umin. Pfui, aus. Ich gebe mein Bestes. Aber wenn man mal einen Zahnstocher braucht. Nein, auch dann nicht. In Anbetracht dessen, dass die nächste Nacht kommen wird und ähnlich unberuhigend, unerholsam wie die letzte sein wird, würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal los. Was haltet ihr davon? Hier vorne sind noch mehr Steine, meint dann Castellani. Ist der da, wo ich eben das Fundament gefunden habe, Nee, ein oder? Stück weiter schon. Okay. Ist das in unsere Richtung, wo wir hingehen wollen? Dann können wir wahrscheinlich diesem Weg folgen. Ist es auch wieder ein Fundament und läuft auf ihn zu? Es ist, sieht aus wie ein Teil einer umgestürzten Wand. Kann es sein, dass es ein Turm ist, der hier umgekippt ist? Nein, das wäre Wie zu weit. vielleicht? Da muss er aber sehr hoch gewesen sein. Schauen wir mal, wo überhaupt wo der Fuß des Turms ist. Er folgt irgendwie der Schneise, die Aricio gesehen hat und der Richtung, die der Igel euch gewiesen hat. Findet immer wieder kleine Steinbrocken und Bruchstücke, Fundamente und kommt dann tatsächlich auf eine etwas größere Lichtung irgendwann. Und da steht tatsächlich die Ruine eines großen weißsteinigen Turmes. Filigran ragt er hier in die Höhe, nicht mehr wirklich über die Wipfel der Bäume, die wirklich ziemlich groß sind hier. Früher, als er wahrscheinlich oben noch intakt war, dann hat er wahrscheinlich auch noch über die Baumzinnen hochgeragt. Aber inzwischen, also der ist halt so, ja, irgendwie die Spitze fehlt auf jeden Fall. Und es sieht aber ziemlich, also es sieht nach meisterlicher Handwerkskunst aus. Also Ariccio, der schon die feinsten Städte des Horazreichs gesehen hat, der, ja gut, Krangor, Was gibt's denn da noch zu ich sehen? weiß nicht. Elanka. Uslik. Ja, war ich natürlich schon, aber wir sind Also halt nicht Krangor. die Bauweise ist schon enorm. Also der scheint auch ziemlich groß gewesen zu sein. Und Lumen schaut sich jetzt einmal um den Turm herum die Umgebung an und ja, die Umgebung hat sich so ein bisschen versucht, sich die
die Fläche wieder zu erobern. Also man sieht so kleine Bäume, die so wieder reinragen und Moos, was sich so das Gestein entlang wimmelt und so. Und die Natur hat hier versucht, also wirklich wahrscheinlich die Lichtung, die vorher wahrscheinlich um den Turm herum komplett gerodet war oder so, wieder zu holen. Oder vielleicht war hier damals, als der Turm gestanden hat, vielleicht sogar überhaupt gar kein Wald da, wer weiß. Würde auf jeden Fall die Schneise erklären. Aber sieht das wirklich so aus, wenn ich mal so zurückgucke oder so, ob da wirklich irgendwie der Turm abgeknickt wäre und bis da hinten, wo wir waren, irgendwie runtergefallen ist? Sibaha hat eine andere These. Er meint, dass die Ruinen, die wir entdeckt haben, in Behausungen sind entweder oder vielleicht sogar eine Mauer. Also war eine Stadt mal hier, die untergegangen ist. Das könnte sein. Das muss aber schon lange her gewesen sein. In einigen Schriften können wir davon lesen, dass die allerersten Elfen hier in der Nähe der grünen Ebene ihre ersten Städte errichtet haben. Und hier auch ihre ersten Konflikte überhaupt ausgetragen. Ich dachte, sie leben in Hütten. Und nicht in Steinhäusern. Die heutigen Elfen. Also haben sie sich zurückentwickelt? Das kann man so nicht sagen. Also sie würden das, glaube ich, verneinen, nicht wahr, Shayariel? Wir haben uns wieder auf unsere ursprünglichen Werte hin orientiert. Aber eine Steinbehausung ist viel widerstandsfähiger als eine Holzbehausung. Also warum sollte man... Ja, aber das hat zu... Ja, es war halt Badok. Also das hat halt zum Untergang auch dieser Kultur geführt. Naja, man kann immer vielen Gründen oder viele Gründe dazu hinweisen, dass irgendwas dem Untergang geweiht ist. Aber ich glaube nicht, dass es an Stein- oder Holzhäusern lag. Doch, mit Sicherheit. In der berühmten Erzählung des Focke-Wulf-Hilleason können wir ja auch... von dem großen Himmelsturm erfahren, dass es. Aber ist das nicht nur eine Geschichte? Nein, nein. Es ist ein wahrer Reisebericht, wenn man den Beteiligten glauben darf. Naja, es ist eine. Also nichts gegen dich, Snorri, aber man hört ja schon mal ganz gerne von der Übertreibung der Torvala in ihren Geschichten. Naja, es ist natürlich episch aufbereitet, aber das heißt ja nicht, dass die Sachen nicht trotzdem wahr sein können. Snorri, der beleidigt gerade den größten Volksheld deines Volkes. Fassungslos. Sagt er, dass der Focke-Wulf lügt? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die Torvala ja der Übertreibung zugetan sind. Ich übertreibe dich auch gleich, mein Freund. Und wie gesagt, weil ja mittelländische Historiker dafür bekannt sind, dass sie so super objektiv berichten. So. Also, wie könnt ihr es wagen? Wie kannst du es wagen? Ich entschuldige mich. Ich will da gar nicht, kann da gar nichts mehr zu sagen. Aber ist denn noch irgendwie ein oder anderthalb Etagen von diesem Turm stehen noch? Oder wo ist stehen, der quasi? Also der ist jetzt bestimmt noch so 10, 15 Schritt hoch. Och, doch noch. Ich guck mal, ist da eine Tür? Ja. Geht so ein Durchlass, keine Tür mehr drin, aber. Okay. Ja, ich würde mal reingehen und mal nach oben gucken. Ja. Ich komme mit. Ich will auch schauen. Ja. Aber was ihr in dem Turm dann findet, das erfahren wir dann erst beim nächsten Mal, denn unsere Zeit für heute ist herum. Ein Cliffhanger! Nicht so schlimm wie sonst immer, aber ja. Ein Doorhanger sozusagen. Ich wollte eigentlich schon heute schon viel mehr von dem Turm machen, aber ich fand die Sache um das Lagerfeuer viel zu lustig. Außerdem lernt ihr so eure Reisegefährten ein bisschen besser kennen. Bin nicht sicher, ob ich das so will. Irgendwie glaube ich, dass Adepta mir noch graue Haare bereitet. Ich glaube, Adepta ist, naja, also ich glaube, glaub, umgekehrt denkt sie das auch von Lumi. Vermutlich, ja. Ich muss mich hier in aller Form bei Shayariel für die ganze menschliche Rasse entschuldigen. Es wird eine spannende Reise. Ich wünschte mir, manchmal andere Elfen wären auch dabei, aber so ist das.
mit. Manchmal hast du das Gefühl, in einem gewissen Winkel, vielleicht sind Lumens Ohren etwas spitzer als ein. Nein, sind sie nicht. Ich rede, glaube ich, lieber mit den Igeln. Ja, würde ich wahrscheinlich auch an deiner Stelle. Irgendwann am Ende der Reise redet Chayarel nur noch mit Igeln. Gar Sie hat dann nicht mehr einfach mit so eins, euch. also eine kleine Igelfamilie adoptiert, die sie einfach immer Nein. mitnimmt. Füchse, Igel, Wölfe, Eulen, was So auch immer wir richtig finden. Disney-Prinzessin-like, so ein ganzer halber Wald Nee, zieht das immer wäre hinter ein ihr. Adaptatassia. Ich glaube, das wäre so ihr Ding. Deswegen bringe ich ihr das, glaube ich, auch nicht bei. Ah, was ist das? Ach Und ich ja. brauche noch diesen Schlafzauber. Ja, da musst du dich mit der Professor Castellani mal auseinandersetzen. Im Chat sagen schon, wir werden verkuppelt. Na, das werden wir ja erstmal sehen. Was? Wer Ich wird kuppel hier verkuppelt? gar keinen. Das ist rein. Naja, du wolltest Lumi schon, hat dass Lumi und gekuppelt. Snorri hier zusammenkommen. Also Lumi da hat war sie schon gekuppelt. fleißig dabei. Ich? Nein. Ich kuppel doch nicht. Aber sie hat halt Interesse an Snorri gehabt, also warum nicht? Lumen ist ein guter Wingman. Sie hat nur gesagt, dass er cool, dass er lustig aussieht, wenn er schläft und wie Sie hat nicht friedlich er ist gesagt und lustig. Sie hat finde, dass friedlicher. sie eher Interesse an mir hat, aber gut. Was, Snorri hat Interesse an dir? Nein, adaptiert das ja. Ach so. Ihr könnt ja mal in die Auch. Kommentare schreiben, wenn ihr das später auch schaut auf YouTube, wer mit wem hier verkuppelt werden soll. Solltet ihr heiraten wollen, habt ihr den Priester in der Gruppe dabei, von Das ist daher ein passt es. Mensch. Und was ist, wenn jemand den Priester heiraten will? Dann kommt es darauf an, ob auch der Priester heiraten möchte. Das kommt doch überall drauf an. Ja, also nur Consent hier, ne? Nur Consent. Wichtig, wichtig. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Und Fall. euch da draußen auch. Lumen mit Adetatasia. Das siehst du, siehst Oh du, siehst Gott, oh Gott, dann kriegt ihr aber schnell graue Haare oder macht's wie ich und rasiert einfach Aber ab, dann Lumin sieht ist das. ja schon verlobt, also. Naja, verlobt. Also die letzten Briefe, die er geschrieben hat, hat er sie ja mehr oder weniger wieder gelöst. Ja. Das, ja, wir Mal lassen uns gucken, vielleicht kriegen wir überraschen. ja noch Online-Kommentare unter dem YouTube-Video, ob da auch noch Leute schreiben, was sie gerne hätten. Genau. Also Lumin und Adaptatasse hat jetzt hier schon zwei Hallo, Briefe. hallo, kein Snorri oder Wunschkonzert Alricio hier, und ja? Chayariel oder so. Das wird ja eine Feindschaft, glaube ich. Oder Ach, Professor wer weiß auch Silberhaar nicht. und Professor Castellani. Also eins kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Lumen und Magister Silberhaar nicht zusammenkommen werden. Das funktioniert nicht. Tja. Beständigungsschwierigkeiten. Wo die Ja. Liebe hinfällt, mal gucken. Exakt. Hat da immer seine Finger im Spiel. Ja, mal gucken. Okay, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für die vielen Subscriber heute. Kann man ja eben auch nochmal. Und die Follower. Vielen Vielen, Dank fürs vielen, Leiten. vielen, vielen Dank. In 2 Wochen geht es hoffentlich, wenn wir alle gesund und munter bleiben, weiter. Und schauen wir uns diesen elfischen Turm mal an. Und werden vielleicht ein paar Dinge entdecken oder auch nicht. Mal gucken. Genau, Veto. Veto. Ja, wir müssen dann Fanservice betreiben irgendwann. Also wenn jetzt ganz viele Kommentare kommen, Ja, dann. wenn jetzt ganz viele Ah, Kommentare das kommen, ist dass das Lumen und Snorri Online-Spiel. Man muss irgendwie die zusammenkommen Fans ja sollen, auch bei Stange bei Laune das halten, stimmt, ne? stimmt. Dann wären wir uns auch schon irgendwie einig, das passt Hack den schon. Pölle, der hat schon mal geheiratet hier im Stream, ne? Ich wollte Also. gerade sagen, es wäre nicht die erste IT-Heirat hier in der. Ich meine, Spicy. was bei Serien klappt, das klappt auch bei uns. Ich meine, Star Trek Ja. Picard ist ja jetzt die letzte Serie, ist echt so gut, die letzte Ach, die Staffel. war so großartig. Ich habe sie geliebt. Ja. Ja. Also die ersten zwei Ja. Staffeln brauchst du null dafür. Alle, die ein bisschen Bock auf The Next Generation haben, ja. Dritte Staffel Picard. Erste, zweite, komplett unwichtig, Braucht man gar komplett nicht gucken. uninteressant. Ja, Ich fand die baut aber auch auch nicht gut. ansatzweise drauf auf. Dritte ist super. Ja. Fand die Ja, ersten die waren beiden jetzt nicht super. schlecht, die ersten zwei, aber ich fand die dritte Staffel, die hat es echt jetzt nochmal rausgehauen. Kommen wir zum Genau, Werbeblock. Werbeblock macht mal. Ich suche mal Nein, irgendwie jemanden, der noch Star Trek irgendwie spielt oder so. Keine Quatsch. Ahnung. Also, wenn ich es diese Woche noch schaffe, schreibe ich einen Text für die Nerd Church auf die Homepage, wo man jetzt nachgucken kann.
Genau, Nerdchat-Homepage, wo immer mal so Andachtstexte, Textlein zu verschiedenen Nerd-Themen kommen. Und ich plane tatsächlich gerade was zu Star Trek Picard zu schreiben. Es ist, glaube ich, heute oder letzte Woche ist auch ein Text von mir raufgekommen. Da geht es aber um Musik jetzt, aber das nächste Star Trek. Also wenn du es tatsächlich einen Star Trek-Text machst, dann schick gerne im Discord mal rum, damit ich es nicht vergesse und dann lese ich das gerne, Okay, mache ich. ja. Ich glaube, meine letzten Serientexte waren, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Herr der Ringe war mein letzter Serientext. Star Trek Dafür wollte ich tatsächlich Wednesday schon länger hast du schreiben. noch was geschrieben. Ja, stimmt, Wednesday habe ich auch. Herr der Ringe, Carnival Row hatte ich auch. Ja, stimmt, Wednesday war das letzte. Aber Okay. Star Trek wollte ich schon länger, aber ich hatte immer keine Lust. Aber jetzt nach der dritten Staffel denke ich, jetzt lohnt es sich echt mal. Ich mochte ja Agnes Jurati gerne aus den ersten zwei Staffeln. Die Blonde. Die war auch cool. Ich fand es schade, dass Die sie nicht fand wieder ich cool. aufgetaucht ist. Ja. Ich Ja, die fand ist ja die jetzt. ersten. Jetzt darf man natürlich aufpassen, nicht, dass jemand guckt und hinterher gespoilert wird, ne? Stimmt, Von ja. daher, Stimmt, aber ja, das stimmt. hätte ich da jetzt auch noch was zu gesagt, aber Ich lassen wir das. mochte den Charakter einfach sehr gerne. So. Aber wie gesagt, Ja. die ersten zwei Staffeln, also man braucht die nicht für die dritte Staffel. Also Nee, null. das stimmt. Man braucht sie nicht für die dritte Null. Staffel. Ich fand sie aber auch cool. Also ich habe die auch gerne geguckt. Ich habe es auch Leuten hören, dass wir aufgrund dieser Basis dieses Universums, also später einfach, wohl irgendwie noch eine neue Serie kommen soll. Ich vermute, so wie das jetzt so gestaltet ist, dass, also so wie es auch endet, das darf man jetzt nicht spoilern, bla bla bla. Also es ist so angelegt, dass es jetzt natürlich eine neue, nicht Picard, aber eine neue Serie Ja, geben wird, die darauf basiert. Das ist ja schon ziemlich klar. Mal sehen, ob sie bei Herr der Ringe auch noch die Kurve kriegen. schauen wir mal. Aber ich habe ja immer mal noch eine gute aktuelle Star Trek-Serie erhofft und habe sie jetzt zumindest mit Ja, Staffel 3 Picard gekriegt. absolut, ja. 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 Ich fand auch, was war denn das andere? Das fand ich irgendwie eher komisch. Ich glaube, Next Generation. Ich weiß nicht, das mit diesen Bio-Käfer. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich irgendwann. Biokäfer? Discovery. Ja, das habe ich irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Das war mir zu abgedreht. Ach so, ja, Discovery war okay. Die aktuelle Staffel fehlt mir, glaube ich, noch oder sowas. Aber das war halt auch nicht. Es war halt eine ganz gute Science-Fiction-Serie, aber Ja, wirklich das was schon, aber mit. nicht so Star Trek, finde ich. Genau, das hat diese Star Trek-Vibes nicht. Aber das ist vielleicht jetzt auch einfach nur ein alter, schrulliger Mann, der seine Next Generation Voyager Deep Space Nine-Dinger wieder haben will oder sowas. Ja. Ja. Also gibt es denn bei dir auch noch was Neues in letzter Zeit? Also ja, es geht weiter mit unserer G7. Am 1.5. Also G7? ja, sieben Gezeichneten. Ah. Das G7 ist so das Ich habe allgemein irgendwie gerade an anerkannte Kürzel, würde ich Politik sagen. gedacht. So. Nee, 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 So, nee. G7 starten. Nee. Nee. Genau. Und zwar sind wir da immer noch auf Vampirjagd. Und jetzt wird der Große, der Urvampir, der Graf Dracula quasi, angegangen. Wir haben ihn das letzte Ach, Mal nicht gesehen so schlimm wie und unser. genau. Aber wenn ihr schon mal Lust auf unseren Urvampir haben möchtet, dann müsst ihr einfach bei Pölle vorher schon mal gucken, was die kleine Variante dafür schon hinkriegt. Ja, also klein ist die jetzt auch nicht. Also ich weiß ja, um was, wen es sich handelt. Also sie sind schon anders, die beiden. Wir sind sehr gespannt. Ja. Vampire in DSA sind immer spannend auf irgendeine Richtung. Gut, ja, und den Live habe ich euch auch verlinkt, falls ihr dem auf Instagram folgen wollt oder so. Der Rentaro hat irgendwie nichts, was man verlinken können sollte. Doch. Spielt zwar bei jeden Menge Rollenspielrunden mit, die sind aber alle nicht online. Tja. Kommt noch. So, dann schicke ich euch Was heißt, weiter. Ich kommt habe noch? zwar Also, kein Star Trek bin sehr gefunden. glücklich mit meinen. Ich habe zwar kein Star Trek gefunden, aber ich habe Star Wars gefunden. Ja, also Star Wars Tabletop RPG. Also, Wie lustig. ja. Könnt ihr mal reinschauen. Allerdings auf Englisch, aber das könnt ihr ja. Das kriegt ihr hin. Grüßt schön von mir. Benehmt euch da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh, schade.
schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.